Ja, es kann ja sein, dass andere Personen diesem Bild entsprechen. Aber darf man das dann so verallgemeinern und sagen, die Politik, sag ich denn, die Nichtwähler sind alle bekloppt, habe ich noch nicht gesagt. Herzlich willkommen beim Nichtwählerforum. Ich bin Thilo Jung, das ist Hans Jessen. Thilo ist ein Mensch, der den Namen zum Programm gemacht hat. Er ist nicht so naiv, wie er manchmal tut. Aber wir passen ganz gut zusammen, weil unsere Nachnamen mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Also alliterationsmäßig sind wir ein schöner Stabreim. Aber auf uns kommt es heute Abend gar nicht an, sondern erstens auf euch und zweitens auf unsere Gäste. Wir sind sehr froh, dass Barbara Hendricks bei uns ist, SPD, Bundesministerin für Umweltschutz, Bau, Reaktorsicherheit und Naturschutz. Das wird gerne vergessen, aber es gehört dazu. Und Hans-Christian Ströbele, Bündnis 90 Die Grünen, der jetzt, nach 19 Jahren im Bundestag, ich glaube, so viel waren 21, ja stimmt, da war eine halbe Liga. Also nach 21 Jahren im Bundestag nicht wieder kandidiert und der Einzige, der ein Direktmandat für die Grünen errungen hat. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wenigstens in deinem Bezirk es nicht ganz so viele Nichtwähler gegeben hat. Voilà, das sind unsere beiden Gäste, mit denen ihr euch auseinandersetzen sollt. Und Frau Schäbli, ich hatte es schon gesagt, ist leider nicht dabei aus Krankheitsgründen. Schade drum. Und trotzdem ist ein Platz frei geblieben, nämlich für euch. Wir wollen mit euch in den Diskurs treten und am besten natürlich die Nichtwähler. Wir haben natürlich auch Bock, mit Leuten zu reden, die überzeugte Wähler sind und Nichtwähler überhaupt nicht verstehen können. Aber hauptsächlich soll das für vielleicht unentschlossene oder halt überzeugte Nichtwähler gelten. Bevor wir mit einem kleinen Video-Statement anfangen, vielleicht eine kurze Frage in unsere Runde. Barbara, hast du schon mal nicht gewählt in deinem Leben, also seitdem du 18 bist? Nein, seit ich 18 war, habe ich immer gewählt. Wobei übrigens, ich bin ja schon ziemlich alt und da wurde gerade damals, konnte man mit 18 Jahren bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wählen. Da war nämlich eigentlich noch das Wahlalter 21. Aber ich war im Jahr 1970 gerade 18 geworden und war kurz vorm Abitur oder ja, kurz nach dem Abitur, weiß ich gar nicht mehr genau, wann die Wahl war, im Frühling oder so, dann war ich kurz vor dem Abitur und da habe ich zum ersten Mal gewählt und zum einzigen Mal in meinem Leben FDP. Kann ich auch erklären. Ich war nicht so blöd, sondern es gab seit 1966 in Nordrhein-Westfalen eine sogenannte sozialliberale Koalition. Vorher hatte da die CDU fast immer den Ministerpräsidenten gestellt. Kleine Ausnahme mal in den 50er Jahren, aber da war ich halt auch noch ganz klein. Das hatte ich nicht in der eigenen Erinnerung. Und jetzt war es ganz klar, dass man diese sogenannte diese Koalition nur würde retten können, wenn die FDP wieder ins Parlament käme. Und darum habe ich taktisch, strategisch gewählt und habe die FDP gewählt und hatte recht, weil die nämlich wirklich mit 5,1 oder so wieder ins Parlament gekommen ist und sonst wäre die Koalition wieder weg gewesen und wir hätten wieder einen CDU-Ministerpräsidenten gehabt. Also es hatte Gründe, dass ich da beim ersten Mal wählen zum einzigen Mal in meinem Leben FDP gewählt habe. Also du bist schuld dran. Hans-Christian Ströbele, hast du schon mal nicht gewählt, seit du wahlberechtigt bist? Also ich sage erstmal guten Abend und ich bin ja noch älter und deshalb weiß ich das nicht. Also irgendeine Zeitung wollte jetzt, macht glaube ich einen Artikel oder eine Artikelserie darüber, wie so unter der Überschrift eine erste Wahl. Ich weiß das nicht, wann meine erste Wahl gewesen ist. Sie haben mir dann vorgerechnet, dass ich wahrscheinlich 1961 hätte wählen können. Daran erinnere ich mich überhaupt nicht, ob ich zur Wahl gegangen bin, wen ich da gewählt habe. Also jedenfalls war das 1961 meine politische Grundauffassung. Auf gar keinen Fall so, dass ich irgendwas Linkes gewählt hätte. Ich weiß es nicht und ich weiß auch danach nicht, ob ich jedes Mal gewählt habe,
weil ich habe ja in meiner Biografie einige, viele Jahre gehabt, wo ich gesagt habe, dieser Parlamentarismus und parlamentarische Demokratie, das ist doch überhaupt nichts. Wir brauchen direkte Demokratie und nicht sowas. Aber ob ich dann trotzdem zur Wahl gegangen bin, weiß ich nicht. Seit ich bewusst wähle, das ist eigentlich seit der Zeit, als ich die alternative Liste hier in Berlin mitgegründet habe für Demokratie und Umweltschutz. Und ja, als wir dann zum ersten Mal ins Abgeordnetenhaus wollten, und das waren die Vorgänger der Grünen, eine der Vorgänger der Grünen. Und danach habe ich natürlich jedes Mal gewählt. Aber vorher ist das im Dunkeln meiner Geschichte. Also da wir ja ahnten, dass ihr vermutlich sagen werdet, nein, ich habe so gut wie immer gewählt oder immer gewählt, mal so rumgefragt, auf einer Skala von 0 bis 10, wie nah wart ihr schon mal am Nichtwählen, am bewussten Nichtwählen dran? 0 ist ganz weit weg und 10 ist ganz nah dran. Barbara, meine ehrliche Antwort, warst du immer bei 0 oder hat dich der Gedanke gelegt? Ich war immer bei 0, ich würde in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, nicht zu wählen. Christian? Also ich würde mal schätzen, dass das in meinem Leben sehr unterschiedlich gewesen ist. Seit Anfang der 80er Jahre habe ich mir nie überlegt, nicht zu wählen. Aber davor kann es durchaus möglich gewesen sein, wobei das damals im Leben, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ja nicht eine entscheidende Rolle gespielt habe, wo ich mir tagelang oder monatelang überlegt habe, gehe ich jetzt wählen oder gehe ich nicht wählen, sondern vielleicht an dem Tag hatte ich was Besseres vor, keine Ahnung. Aber das ist ja nicht immer eine bewusste Entscheidung, ich verweigere mich da. Aber da kommen wir gleich noch drauf, ja. Wenn wir die Frage erörtern, ist das gut oder schlecht wählen oder ist das unpolitisch, das können wir ja gleich noch sehen. Einen hätten wir schrecklich gerne hier auch mit in der Runde gehabt. Da haben wir auch richtig lange dran gebaggert und der war auch schon mit anderthalb Füßen hier drin. Das war Thomas de Maizière, der Innenminister. Und dann hat es bei dem eine Terminkollision gegeben. Da waren drei Termine auf einmal. Und leider hat er dann diesen nicht wahrgenommen, aber er ist trotzdem da. Sehr herzlich grüße ich Sie zu dieser ungewöhnlichen Veranstaltung. Normalerweise werben wir Politiker darum, dass man unserer Partei die Stimme gibt oder uns als Person. Heute geht es darum, ob man überhaupt wählt. Erinnern Sie sich mal an die Brexit-Entscheidung in Großbritannien. Am nächsten Tag war der Katzenjammer groß. Die Mehrheit war dagegen und war überstimmt worden, weil zu wenig hingegangen waren. Oder die Wahl Trump gegen Clinton. Auch das war knapp, weil viele gedacht hatten, Clinton gewinnt sowieso. Oder die Landtagswahl in Niedersachsen vor 5 Jahren. 8.000 Stimmen haben die Wahl entschieden. Auch die Landtagswahlen in diesem Jahr sind durch mehr Wahlbeteiligung verändert worden. Es ist nicht so, dass die da oben sowieso alles entscheiden. Es ist nicht so, dass alles entschieden ist, sondern sie entscheiden mit. Es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. So wird ein Schuh draus in der Demokratie. Und das können Sie jetzt mal diskutieren. Jawohl. So, und das ist doch ein schöner Einstieg. Er sagt, es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Wer möchte als erstes auf die Bühne kommen und ihm einen Grund nennen? Haben wir jetzt hier lauter Wähler, oder was? Wir machen mal. Die das genauso sehen wie Thomas de Maizière, dass es keinen einzigen Grund gibt. Magst du nach vorne kommen? Komm nach vorne. Sagst du, wer du bist? Ja, hallo, ich bin Daniela. Ja, und hallo, Herr de Maizière. Hallo, Christian. Hallo, Barbara. Hallo, Hans. Und hallo, Thilo. Ja, also ich würde denken, ich sage, die jetzige Politik ist auf jeden Fall ein toller Grund, erstmal jetzt nicht wählen zu gehen, weil Barbara hat es eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, von wegen Taktik und Strategie. Meiner Meinung nach ist es heute so, dass Wahlen und Politik heute eher nach Taktik ausgerichtet sind, überhaupt nicht mehr nach strategischen Fragen. Strategische Fragen, das meine ich wirklich unsere großen Fragen wie Migration, wie wollen wir Fluchtursachen bekämpfen, Digitalisierung,
Wie soll es wirklich weitergehen, wenn laut Oxfam-Studie 2020 7 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen, nur 2 Millionen Arbeitsplätze dazukommen? Was ist mit den kleinen Problemen vielleicht auch? Unsere Seenotretterin zum Beispiel, Lea, die jetzt nicht mehr rausfahren kann, weil jetzt die Libyer die 70-Meilen-Zone zum Beispiel ausgeweitet haben. Was sagen uns die Politiker denn dazu? Neulich in der Wahlkampfarena wurde Angela Merkel gefragt, naja, wie sieht es denn aus mit den Tierschutzgesetzen? Wie sieht es denn aus mit den Tierschutzversuchen? Sagte Angela, naja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, habe ich mich nicht so mit befasst mit dem Thema. Aber gut, was die Niederländer machen, scheint ja ganz gut zu sein, aber richten Sie bitte die Frage noch mal ein bisschen später an mich. Das sind alles solche Dinge, die mich zweifeln lassen. Andererseits denke ich, zum Beispiel die Linke hat ein ganz gutes Programm. Die Linke wiederum weiß wiederum nicht, wann sie überhaupt mal an die Macht kommen will oder wen sie dann zum Beispiel mal als Kanzler aufstellen oder Kanzlerin aufstellen möchte. Das finde ich alles ein bisschen traurig in unserer Gesellschaft zurzeit, Herr de Maizière. Deswegen gehe ich jetzt nicht wählen, erstmal. Barbara, wie würdest du... Wie ist deine Reaktion darauf? Naja, die großen Fragen, die du angesprochen hast, und natürlich auch kleinere, wie du sie selber genannt hast, werden jedenfalls alle nicht davon gelöst, dass man niemandem in der Politik sein Vertrauen schenken will, sondern es muss schon stellvertretend von irgendjemand gemacht werden. Wir sind gut 82 Millionen Menschen in Deutschland und davon dürfen, weiß ich nicht genau, 60 Millionen so ungefähr wählen, ist richtig, ne? Ja, 60. Ja, und das heißt also, wir haben diese sogenannte repräsentative Demokratie. Ihr entsendet also jemanden, der für euch die Arbeit machen soll. So, das kann man blöd finden oder auch nicht, diese Abgeordneten da, die können da in dieser Kuppel des Reichstags rumturnen, selbst wenn nur 50% der Leute wählen gehen und 50% gehen gar nicht wählen. Dann haben sie nur eine geringere Legitimation, aber sie werden gleichwohl ihre Arbeit machen und auch ihr Amt ausüben müssen, weil irgendjemand muss es stellvertretend für alle die tun, die gar nicht wählen gehen und auch für die tun, die wählen. Die Vorstellung, dass wir das so organisieren könnten, wie zum Beispiel in der Schweiz oder so, die im Übrigen ja auch ein Parlament und eine Regierung haben, die machen ja auch nicht jede Frage durch Volksabstimmung, die ist eben wahrscheinlich etwas fern. Und nicht wählen gehen bedeutet, diejenigen, die dann da sind, sind mit kleinerer Legitimation dahingegangen. Und die Fragen, die du alle ansprichst, müssen so oder so angegangen werden, fragt sich nur von wem. Ja, und das ist genau das, was mich letzten Endes stört, dass diese Fragen eben meiner Meinung nach überhaupt nicht angegangen werden, dass es zurzeit eben nur dieses taktische Gescharrere gibt, immer zwischen den Parteien, und dass selbst jetzt, wenn ich wählen würde, und zwar wenn, dann natürlich links, vielleicht gehe ich auch noch wählen, aber jetzt erstmal gehe ich nicht wählen, hier oben, selbst dann würde sich ja nichts ändern. Das ist ja das Schlimme, was ich daran feststelle. Im Moment sieht es wieder so aus, Merkel wird es wahrscheinlich wieder machen. Wir haben ja neulich gewitzelt, absolute Mehrheit, vielleicht mit der Partei. Das fände ich ja vielleicht auch noch ganz gut. Ansonsten, naja, was bleibt uns noch? Jamaika, oder im Moment sieht es ja sehr danach aus, dass Schwarz-Gelb irgendwie zusammengehen. Da sind ja neulich bei Plasberg auch wieder die beiden so schön aneinander gerückt. Der Herr Spahn und der liebe Herr Lindner. Und haben sich ja dann auch schon ein bisschen irgendwie so den Ball zugeworfen. Wenn ich das so sehe, dann bin ich schon sehr deprimiert. Ja, ja, aber man kann ja jemand anders wählen als Spahn oder Lindner, um das mal deutlich zu machen. Also ich würde auch keinen von den beiden wählen. Christian, wie ist das, der Vorwurf, dass die großen Ziele nicht mehr auf dem Schirm sind von den Politikern oder Parteien, die da zur Wahl stehen, nicht mehr verfolgt werden? Hattest du manchmal auch das Gefühl, dass das so ist, obwohl du im Parlament warst? Also erstmal zu dieser Frage. Ich habe da volles Verständnis, weil es ist vielleicht nicht so, dass diese zentralen Themen, von denen du einige genannt hast, überhaupt nicht da sind oder keine Rolle spielen.
aber es fehlen wirklich die eingängigen Konzepte, wie man diese Probleme löst. Die fehlen weitgehend auch in diesem Wahlkampf. Also wenn man zum Beispiel, alle sagen, Europa muss besser zusammenarbeiten, muss die Sachen besser machen. Und es geht überhaupt nicht, dass sich da einige Länder nicht dran halten, zum Beispiel an die gemeinsam beschlossene Flüchtlingsaufteilung und Unterbringung. Und keiner sagt, wie soll das eigentlich gehen? Alle fordern, ja, aber Europa muss und Europa, aber es funktioniert nicht. Und ich habe auch wieder von Frau Merkel gehört, noch von den meisten anderen, wie die sich denn vorstellen, dass das funktioniert. Und so kann man das runterdeklinieren, auch auf viele andere dieser ganz zentralen Fragen. Deshalb habe ich Verständnis dafür und möchte mal als erstes eins klar machen. Die, die nicht wählen, sind keine schlechten Menschen. Jedenfalls nicht immer. Dankeschön. Und zweitens, es gibt auch politische Gründe, bewusst nicht zur Wahl zu gehen. Also du bist schon jemand, jedenfalls nach der Argumentation. Du sagst ja nicht, ach was, ich gehe da ins Kino oder ich habe an dem Tag was anderes vor oder bleib im Bett oder was auch immer. Sondern du sagst ja, ich will mich dem entziehen, weil ich da nicht dran glaube. Und es gibt auch in der Geschichte und in manchen anderen Ländern das als bewusste Willensäußerung der Bevölkerung, sogar manchmal der Mehrheit der Bevölkerung, zu sagen, wir gehen nicht wählen. Also nehmen wir zum Beispiel im Augenblick Venezuela, da sind schreckliche Zustände und da sagt wahrscheinlich der größere Teil der Bevölkerung zu der letzten Wahl, wo da eine verfassungsgebende Versammlung gewählt wurde, gehen wir nicht hin. Wir halten das für falsch, wir gehen da nicht hin. Wir hätten ja auch dagegen stimmen können oder so, aber sie haben gesagt, nein, wir verweigern uns diesem ganzen Prozess, weil wir das für undemokratisch halten. Also es gibt da auch politische Gründe, sowas zu machen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man jedenfalls bei uns in Deutschland wählen gehen sollte, um wenigstens zu versuchen, mit vielen anderen zusammen vielleicht Parteien dafür zu belohnen, wenn sie ein bisschen was besser machen und Sachen anbieten als andere Parteien. Auch jetzt an Konzepten zur Lösung der ganz zentralen Fragen, der Klimafrage, Frage Krieg und Frieden, Frage der Migration, der Flüchtlinge und Ähnliches. Ja, vielleicht könnte man sich auch noch mal was ganz Neues ausdenken und zum Beispiel unsere ganze Parteienlandschaft verändern. Unser Wahlrecht, die 5%-Hürde. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Formen von Demokratie. Es muss ja nicht immer bei der bleiben, die wir gerade haben. Das wäre zum Beispiel auch mal ein ganz anderer Ansatz. Also durch einer unserer führenden deutschen Philosophen hier in Deutschland, ich habe gestern gerade ein Forum gesehen von 2013, hat sich im Prinzip auch als öffentlicher Nichtwähler bekannt, weil er genauso deprimiert ist wie ich. Wen meinen Sie? Richard David Precht. Nun gut, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wenn man das nicht weiß, ist es schwierig. Thilo. Hast du Verständnis denn für sie? Ja, ich habe Verständnis für sie. Also ich könnte zum Beispiel über die 5%-Hürde könnten wir natürlich verhandeln. Das ist klar, das ist eine Setzung, die muss nicht so sein. Natürlich könnte das abgesenkt werden, selbstverständlich. Aber zu sagen, wir erfinden mal eine ganz neue Art von Demokratie, das finde ich vorsichtig ausgedrückt mutig. Wie soll denn diese ganz neue Art von Demokratie aussehen? Also bis jetzt ist unsere Demokratie darauf aufgebaut, dass jeder Mensch eine Stimme hat. Die gibt er ab oder nicht. Da kann er sich in der Tat frei entscheiden, ob er sie abgibt oder nicht. Zwei Stimmen haben wir, ne? Ja, zwei. Bei der Bundestagswahl zwei, okay. Aber normalerweise gilt auch für uns One Man, One Vote. Also das ist ja deswegen wichtig, weil es früher ja mal anders war. Da hatten die Reichen viele Stimmen und die Armen hatten gar keine Stimmen. Deswegen ist dieses Prinzip One Man, One Vote wichtig, auch wenn wir bei der Bundestagswahl zwei Stimmen haben, okay. Aber eine ganz andere Art von Demokratie, wie denn? Also die anders als zählen und nicht werten und gewichten, wird Demokratie nicht gehen, weil jede Art von Werten und Gewichten einen Herrschaftsanspruch auslösen würde, der gar nicht mehr kontrollierfähig ist. Deswegen geht nicht anders als One Man, One Vote. Und Demokratie, also wie der Name schon sagt, Herrschaft des Volkes, wird auf diese Weise zum Ausdruck gebracht. Und ich wüsste nicht, welche Art von neuer Demokratie man sich denn erfinden könnte.
Und übrigens auch, wenn es keine Parteien gäbe, dann gäbe es irgendwelche Organisationen, die würden anders heißen. Aber die müssten gleichwohl Mehrheitswillen organisieren. Irgendjemand muss diesen Mehrheitswillen organisieren. Und wenn die eben nicht mehr Parteien heißen, dann heißen die wie in Österreich Club oder so. Aber die machen trotzdem dasselbe. Also einfach zu sagen, machen wir mal was anderes als Parteiendemokratie, ist deswegen nicht so einfach, weil Parteien sind eben zur Organisation des Mehrheitswillens da. Weil wenn irgendjemand sagt, ich möchte jetzt zum Bundestag kandidieren und ich will das ohne irgendeine Partei, dann kann er das. Das haben wir ja, das steht in unserem Wahlrecht drin, kann er machen. Aber es wird gewöhnlich nicht von Erfolg gekrönt sein, weil der Mensch sich ja schlecht irgendwo hier im Bezirk Mitte irgendwo hinstellen kann und sagen, wählt mich mal. Und dann kommen Leute vorbei und sagen, okay, warum soll ich dich wählen? Oder ganz viele werden sagen, was willst du denn? Also die Organisation im Hintergrund von Mehrheitsentscheidungen, die wird es wohl geben müssen. Und die muss natürlich auch demokratisch strukturiert sein. Das ist zum Beispiel in Holland anders. In Holland ist der Wilders das einzige Mitglied seiner Partei. Das einzige Mitglied seiner Partei. Das wäre in Deutschland völlig undenkbar. Weil wir in Deutschland natürlich auch die Parteien in sich demokratisch strukturiert sein müssen. Ja, und nicht einer sagen, ich bin Partei und ich entscheide, wer überhaupt auf die Liste der zu Wählenden kommt. Das, obwohl die Niederlande ein demokratisches System sind, geht das eigentlich gar nicht. Das wäre bei uns völlig unmöglich. Dankeschön. Danke, dass du die Erste warst, die Eisbrecherin. Toll. Sehr gerne, danke. Und du bist? Max. Hi, ich bin Tom. Kennst du einen guten Grund, nicht zu wählen? Thomas, du meinst, mancher gibt keinen. Ja, dazu würde ich gleich kommen. Ich würde erstmal antworten, so wir treten vielleicht in einen kleinen Diskurs, was ja demokratisch wäre. Da sind ein paar Punkte, zu denen kann ich dich duzen, sind wir bei Thilos Veranstaltung, du angesprochen hast und zu denen ich theoretisch sagen würde, ja, das ist unsere Demokratie, aber praktisch ich sagen muss, ich das nicht sehe. Du hast gesagt, one man, one vote, okay, also ein Mensch, eine Stimme, sagen wir mal lieber, als ein Mann. Und es hat, ja genau für alle, ein Mensch, eine Stimme. Und es hat nichts mit der Finanzierung, die du in Portemonnaie zu tun hast, zu tun. Sehe ich problematisch bei unserer Demokratie. Ich glaube nicht, dass ich genauso viel Einfluss habe als einzelner Mensch, wie ein Mensch, der vielleicht irgendeinen Konzern führt oder eine Lobbygruppe für Konzerne. Wenn die dann halt direkt mit den Politikern reden oder vielleicht auch in einer Anwaltskanzlei sitzen und dort die Gesetze geschrieben werden, die dann im Prinzip nur noch eingebracht werden, habe ich da nicht so viel Einfluss drauf wie die Menschen, die das Gesetz da geschrieben haben oder das in Finanzierung gestellt haben. Von daher würde ich das erstmal anzweifeln. Das Zweite ist, du hast gemeint, sowas, was in den Niederlanden anders wäre bei uns nicht demokratisch. Genau, es gibt viele verschiedene Formen von Demokratie. Und du meintest, es wäre mutig, mal darüber nachzudenken, was man sonst für eine Demokratie haben kann. Ey, aber hey, her mit dem Mutigen, in euch gehört die Welt. Natürlich kann jeder darüber nachdenken, wie man leben möchte, in welcher Gesellschaftsform man leben möchte und ob man jetzt wählen geht oder nicht zu dieser Wahl, verändert natürlich nicht, in welcher Demokratie du lebst. Aber darüber nachzudenken und sich eine Idee aufzubauen, wo möchte ich hin mit meiner Gesellschaft, wo möchte ich hin mit meinem Leben, das sollte niemals verboten sein und dieser Gedanke sollte immer da sein. Und genau das ist das, was mich auch, wo ich jetzt zu dem Argument komme, warum ich glaube, es auch gut sein kann, nicht zu wählen, mir fehlen einfach die Ideen und die Ziele, wo unsere Politik hin will, wo sie hin will in 4 Jahren, wo sie aber auch hin will generell mit unserem Land. Ja, und das bei den... Das vielleicht, um nochmal dich anzuknüpfen bei den großen Problemen, halt Umwelt, Friedenssachen, weiß ich nicht, Integration von Menschen, Bildung, all diese größeren Sachen, wie wollen wir unseren Sozialstaat strukturieren, dass es gerechtes Leben gibt und wovon die alle so quatschen und welche Wörter die auch gerne benutzen, die ich halt vielleicht ein bisschen anderes Konzept von habe und ein bisschen anderes Verständnis, das ist ja alles in Ordnung, da kann man wenigstens in den Diskurs treten, aber die haben einfach keine Ideen. Nichts da oben, wo sie mal hinwollen, sondern sie reden alle nur jetzt.
Nee, Tom, da bin ich, da widerspreche ich dir aber wirklich. Natürlich müssen wir und wollen wir und können wir und sollen wir und jeder von uns über die Gesellschaft nachdenken und über die, darüber nachdenken, wohin will ich, wohin soll unsere Gesellschaft sich entwickeln. Ich habe das ja nur bezogen auf eine andere Form von Demokratie. Also ist hier jemand, der irgendwie weiß, wie wir eine andere Form von Demokratie organisieren sollen? Also eine andere Gesellschaft jederzeit. Für eine andere Gesellschaft gibt es tausend andere Ideen. Aber eine andere Form von Demokratie, also anders als ich zähle die Stimmen, ist was anderes. Ich habe das nur bezogen auf Demokratie, nicht auf Gesellschaft. Das ist vollkommen klar, das ist was ganz anderes. Unsere Gesellschaft kann total anders sein. Und jeder soll sich in der Tat wirklich Gedanken darüber machen und selbstverständlich. Aber eine andere Form von Demokratie, da habe ich, das habe ich zurückgewiesen, weil hat jemand eine Idee, wie Demokratie anders organisiert sein soll, anders als Zählen, anders als Zusammenfügen der Ergebnisse? Danach kommt ja erst sozusagen die Ausübung der Politik und davor gibt es natürlich sowas wie Wahlprogramme, in denen eine Menge drinsteht, dem kannst du glauben oder nicht, ist klar. Ist deine und freie die können sich dran halten oder nicht. Ja, ist deine freie Entscheidung, das zu glauben oder nicht. Aber zu sagen, da hat keiner eine Idee, das sind vielleicht nicht deine Ideen. Aber zu sagen, da hat keiner eine Idee, stimmt natürlich nicht, weil die alle was aufgeschrieben haben. Du kannst die Ideen alle für falsch haben. Aber du kannst nicht sagen, da hat keiner eine Idee. Das ist auch wieder nicht richtig. Ich meine große Ideen. Ich meine eine Idee, wo ich hin will mit dem Deutschland in 20 Jahren. Wie soll unser Sozialstaat aussehen? Nicht mehr Löcher stopfen von Mal zu Mal. Nicht mehr klein, klein. Ich meine Frieden. Wie will ich denn wirklich Frieden schaffen, wenn ich andauernd Waffen überall hin verkaufe? Wie will ich denn Frieden machen, wenn ich Militärbasen hier habe? Wenn ich meinen Rüstungsetat erhöhe? Das ist doch völlig schizophren, was die dann da quatschen dazu. Macht doch keinen Sinn. Wenn ich aber meiner Idee, Frieden in der Welt stiften, nachgehen will, kann ich keine Waffen verkaufen. Verstehen Sie? Also Handlung und Ziel passt nicht zusammen. Und dann wäre sozusagen die Idee, wir wollen Frieden auf der Welt schaffen. Das, was wir da gerade verabschieden, spricht gegen dieses Ziel, was wir uns gesteckt haben für. Okay, können wir nicht machen. Können wir nicht machen, geht einfach nicht. Und gerade wenn es so eine großen Sachen sind, wie wir gehen irgendwo hin oder wir verkaufen Waffen irgendwie an den Staat, der irgendwelche menschenrechtswidrigen Verletzungen damit macht und so, dann sollte halt das ganze Volk gefragt werden. Dann gibt es halt eine Volksabstimmung und das ist doch egal, da klar, irgendwie die CDU hat eine Mehrheit im Bundestag und mit der SPD zusammen und die sind dann auch dafür, aber das 80% des Volkes sind dagegen, ist halt nicht demokratisch. Meiner Meinung nach. Dann fragt man alle, wollt ihr Waffen nach Saudi-Arabien verkaufen? Und alle sagen so, was sollen die damit? Den Jemen bombardieren? Keine gute Idee. Bringt Menschen um, bringt Leute hierher. Dann auch besser nicht, hast du vollkommen recht. So. Ja. Ja, aber haben wir nicht. Wir haben nicht so ein direkt demokratisches Mandat. So, das wäre eine Möglichkeit, die Demokratie zu verändern. Es wäre immer noch eine Demokratie und wir hatten alle viel mehr mitzusprechen. Und es würde einen größeren Diskurs geben. Und ich traue jedem hier einzeln zu, sich darüber zu belesen und mit anderen Menschen auszutauschen und dann abzustimmen. Ja, sicher. Elemente der direkten Demokratie sind doch voll in Ordnung. Darum geht es doch gar nicht. Für mich schon, weil das Demokratie ist. Sie haben darüber gefragt, wie wollen wir die Demokratie verändern? Ich sage direkt demokratische Einfluss der ganzen Bevölkerung zu wichtigen Fragen. Ja, aber das heißt doch nicht, dass es deswegen sozusagen blödsinnig wäre zu wählen. Ja, selbst das muss ja von denjenigen organisiert werden, nämlich überhaupt überlegen, was wird denn jetzt innerhalb der direkten Demokratie zur Abstimmung gestellt? Wer formuliert das? Worum geht es? Also selbst das muss organisiert werden von denjenigen, die sich darum kümmern. Und die sich darum kümmern mit einem Mandat, das sie bekommen haben. Nur kurz. Jetzt ist Ströbel da. Jetzt ist Christian Ströbel dran. Ein Satz noch? Der hat schon fünfmal Luft geholt und jetzt ist er einfach dran. Christian. Ja. Also du schilderst das so, als wenn die hier sitzen, nur die Möglichkeit haben, über dieses Kreuzchen alle vier Jahre, über diese vier Jahre Einfluss zu nehmen. Unser Grundgesetz sieht auch ganz andere Möglichkeiten der Beeinflussung vor. Und auch in der Zeit, wo ich nicht sicher bin, ob ich gewählt habe, war ich unendlich politisch tätig. Zum Beispiel, indem ich auf die Straße gehe und demonstriere. Das ist häufig, und wenn man da genügend zusammenbekommt, indem man sagt, hier, wir haben
eine Lösung für bestimmte Probleme oder wir wissen genau, wie es nicht sein darf. Also gegen etwa Rüstungslieferungen in Krisenregionen, in Kriegsstaaten, wie wir das heftig betreiben. Und wenn dann 5.000 oder 10.000 auf die Straße gehen und das ein paar Mal tun, dann sind die alle viel wirkungsvoller, als wenn sie ihr Kreuzchen gemacht hätten. Das ist doch völlig klar. Ich bin auf allen großen Friedensdemonstrationen von den 70er, 80er, 90er Jahre gewesen. Ich war selbstverständlich bei den Anti-Atomkraft-Demonstrationen, ja, selbstverständlich. Aber heute führen wir die Kriege damit. Und du auch. Du hast wahrscheinlich allen Kriegsentscheidungen zugestimmt, dass wir jetzt 17 Jahre in Afghanistan sind, ja, mit der deine Bundeswehr. Deine Fraktion auch, du nicht, ich aber nicht. Deine Fraktion ja, auch. Halte ich auch für falsch. Ja, das okay. Wir wollten eine Debatte. Bevor mir die Frage entfällt, Christian, hat auch deine Partei für Nichtwähler gesorgt, weil ihr ja als Friedenspartei gegolten habt und es jetzt nicht mehr seid? Ja. Also natürlich, das war ein Fehler, da können wir noch sehr viel drüber reden. Es war auch schlimm, auch für die politische Kultur in diesem Lande, dass Rot-Grün ermöglicht hat, wieder Kriege zu führen. Und seitdem hört das ja gar nicht mehr auf. Nicht nur in dem einen Fall, sondern Mali und weiß ich, wo wir überall sind mit der Bundeswehr. Aber meine Partei nimmt für sich in Anspruch, nach wie vor eine Friedenspartei zu sein und Vorschläge zu machen und hat auch Vorschläge gemacht, zum Beispiel wenigstens diese Mandate, diese völlig sinnlosen, einem verlorenen Krieg hinterherzulaufen und jedes Jahr weiter Tausende von Toten zu produzieren durch den Krieg in Afghanistan und hat deshalb dagegen gestimmt bei den letzten beiden Mal. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und begeistert die Hand gehoben. Aber gut, da wart ihr auch in der Opposition und ich erinnere mich an bei eurem Wahlparteitag, hast du ins Mikro gesagt, hier wird noch nicht mal über Krieg geredet. Das war nicht am Parteitag, das war im Deutschen Bundestag, das ist auch so eine Sache. Naja, deine Leute haben dich ja dann jahrelang nicht mehr reden lassen im Bundestag. Da sind Leute gewählt worden in den Bundestag und eine der ernstesten und wichtigsten Entscheidungen der letzten 20 Jahre, nämlich eine Beteiligung wieder am einen Krieg mit der Bundeswehr. Als der Krieg anfing an dem Tag, wollte der Deutsche Bundestag partout nicht mal darüber reden. Nicht mal darüber reden. Die haben über irgendwelche Sozialgeschichten oder standen auf der Tagesordnung. Und da hatte die Linke beantragt, das auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist abgelehnt worden. Dann habe ich mich gemeldet und habe da eine sehr bewegte Rede gehalten, weil es mir wirklich an die Nieren gegangen ist. Und dann wurde doch darüber diskutiert im Deutschen Bundestag. Aber wie kann eine Partei, auch wie die SPD, auch wie meine Partei, da sagen, brauchen wir nicht, ist nicht so ein wichtiges Ereignis, da reden wir heute nicht drüber. Christian, danke schön. Jetzt ist Tom dran und dann gibt das weiter. Genau. Das, was ich zur Direktdemokratie gesagt habe, war natürlich kein Argument gegen Wählen, sondern nur, wie man sich eine Demokratie vorstellen kann, auf diesen Punkt, den du angesprochen hast, das mit, warum es ein Grund ist, nicht wählen zu gehen ist, weil ich die Ziele nicht sehe für Langfristigkeit gesteckt. Das war das Argument dagegen. Okay. Das kann ich verstehen, aber vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, dass wir uns schon um zum Beispiel Klimaschutz kümmern. Wir sind noch nicht so weit, wie wir sein müssten, aber das Klimaschutzabkommen von Paris, das ist schon mal was. Das ist das erste Mal, dass das gelungen ist und selbstverständlich müssen wir das noch ausfüllen. Und selbstverständlich sind wir auch noch nicht weit genug, das ist ganz klar. Und da hilft es in der Tat auch, diejenigen zu stärken, die da voranschreiten wollen, keine Frage. Aber so zu tun, als würde niemand darüber nachdenken, wie unser Land zum Beispiel zur Mitte des Jahrhunderts aussieht, ist einfach falsch. Also dann mir besser erklären. Ja, dann erzähle ich dir was anderes, was euch jetzt vielleicht überhaupt gar nicht interessiert. Aber wir haben jetzt gerade auf den Weg gebracht, endlich vernünftig nach einem Endlager für Atommüll zu suchen. Scheiße, Atommüll will keiner haben, ist aber mal da. Müssen wir also mit umgehen, ja? Und deswegen haben wir das endlich jetzt so auf den Weg gebracht, dass es ja so transparent wie eben möglich auch tatsächlich läuft und dass es wirklich auch sicherlich noch bis 2050 dauert, bis das begonnen werden kann einzufüllen, so bis das dann soweit ist. Aber trotzdem haben wir es jetzt auf den Weg gebracht und es dauert bestimmt noch 35 Jahre, bis man wirklich damit anfangen kann. Und in dem Gesetz steht, was natürlich eigentlich blöd ist,
das muss für mindestens 1 Million Jahre sicher sein. Ja, ich meine, das ist ein menschlicher Anspruch, der gar nicht geht. Und sowas kann man eigentlich auch, kann man genauso gut 2 Millionen Jahre oder 500.000 Jahre reinschreiben, wissen wir ja alle nicht, was da ist. Also sind langfristige Ziele, meine. Aber durchaus langfristige Ziele, ja, genau. Wer bist du? Hallo, ich bin Kilian. Ich bin mit ein paar Leuten da, wir machen gerade eine Tour durch Deutschland mit einem Omnibus, also einem großen Doppelstockbus, fahren durch die Städte und reden mit den Leuten über Demokratie, über neue Demokratieformen, fragen, wie sie sich beteiligt fühlen, ob sie zufrieden sind. Mich erschreckt das, wenn ich höre, dass sie keine Idee für die Demokratie haben. Denn ich, oder zu der Weiterentwicklung der Demokratie, falls ich sie da richtig verstanden habe. Denn aus meiner Sicht ist Demokratie etwas, was man dauernd weiterentwickeln muss. Okay, und Mut ist kein Gegenargument, dass man dafür Mut braucht. Nein, natürlich muss man die Demokratie beständig weiterentwickeln, das ist doch vollkommen klar. Aber dass Demokratie ohne Wahlen auskommt, ja, okay, das kann ich mir nun mal nicht vorstellen. Ja. Dass man darüber hinaus noch viele andere Modelle der direkten Beteiligung sich vorstellen kann, das liegt ja auf der Hand. Selbstverständlich kann man Demokratie fortentwickeln. Aber dass Demokratie ohne Wahlen funktioniert, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen. Okay, also ich will auch nicht gegen die Wahlen hetzen, ich meine weiterentwickeln. Das heißt nicht, dass man etwas abschaffen muss, sondern dass man vielleicht direkt demokratische Mittel einführen muss und vielleicht den Auftrag, der im Grundgesetz steht, ernst nehmen soll. Denn alle Staatsgewalt soll vom Volke ausgehen und durch Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Es gibt aber kein Gesetz, was die Abstimmungen regelt und das machen die Parteien auch nicht. Es hat noch nie eine Partei direkt demokratische Mittel eingeführt oder eine Volksabstimmung eingeführt. Das machen Parteien nicht, weil sie Macht abgeben. Die Opposition sagt das immer. Ja, nicht auf Bundesebene, aber schon auf der kommunalen und der Landesebene. Da gibt es überall. Aber auf Bundesebene noch nicht. Bist du dafür? Bist du für bundesweite Volksabstimmung? Ja, natürlich. Wir treffen, also wir laden auch in jeder Stadt die Direktkandidaten von allen Parteien ein. Und ja, da sind manche dafür, manche dagegen, aber das hilft auch nichts, weil wir... Das ist ja nicht verbindlich, was gesagt wird. Das ist ja das Problem unserer Demokratie. Das ist das Problem im Wahlkampf, dass Sachen versprochen werden. Aber im Endeffekt, wenn man wählen geht, weiß man nicht, was passiert. Wir haben wir können unsere Stimme nicht direkt einbringen. Und wenn wir aufgefordert werden, unsere Stimme abzugeben, also oder einzubringen, ich kann das gar nicht mehr, weil ich nicht will, dass im Namen meiner Stimme, mit meiner Legitimation irgendwelche Sachen passieren, die ich nicht in Ordnung finde. Ich brauche die Möglichkeit, im Sinne der Demokratie meine Stimme dort einzusetzen, wo sie meinem Willen entspricht. Und das geht in unserer Demokratie nicht. Und die Beteiligungsverfahren oder die direktdemokratischen Verfahren, die wir in Deutschland haben, die sind sowas von lächerlich. Also auf Bundesebene und auf Landesebene und auf kommunaler Ebene, die direktdemokratischen Verfahren, die sind sehr, sehr schlecht. Dort, wo sie mal gut waren, in Hamburg, werden sie dann mit einem Referendum, also als dann Hamburg Olympia abgestimmt hat, irgendwie wieder abgeschafft. Das ist ein harter Kampf. Und ich verstehe nicht, warum den Bürgern so wenig zugetraut wird. Ja, aber also man muss sich ja fragen, warum wollen so viele Politiker und Parteien diese direkten Volksabstimmungen nicht über wichtige Fragen, wie das in der Schweiz ja völlig normal ist. Weil sie Angst haben vor den Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Wenn du dich mit denen unterhältst, dir sagen die, da kommt bei diesen Abstimmungen was raus, was wir nicht wollen. Also hat de Maizière ja gerade bestätigt, ne? Brexit. Ja, vom Ergebnis her wird das begründet. Und das ist das Schlimme. Man findet nicht gut, wenn jeder sich, also möglichst die ganze Bevölkerung, möglichst viele, an Abstimmungen mit Zettel beteiligt, sondern man sagt, da kommen Entscheidungen raus, die müssen wir als Parlament dann wieder korrigieren oder irgendwas. Also genauso wie diese wunderschönen Einrichtungen, die es ja auch in Berlin gibt, dass man hier Bürgerentscheid macht und sowas wird ja immer mehr hier in Berlin von Gebrauch gemacht. Der Witz bei der Sache nur ist, dass das eine Abstimmung ist, die keinerlei juristische Bedeutung hat, sondern da können sich die Politiker dran halten. Sie können aber auch sagen, war ja mal eine schöne Geschichte, ihr habt eure Stimme abgegeben. Das heißt, die hohe Achtung vor der Stimmung, vor der Stimme oder der Stimmkarte und dem Votum der einzelnen Wähler, die ist nicht überall, sondern die ist nur dann, wenn man sich verspricht, dass dieses System
wo alle Entscheidungen, also jedenfalls alle große im Deutschen Bundestag gefällt werden und wo keiner dazwischen redet. Also die Bevölkerung sich nicht direkt einmischen kann. Ich würde gerne noch einen Punkt da anbringen. Und zwar sehe ich Demokratie auch als Lern- oder Entwicklungsprozess für eine Gesellschaft. Und eine Person, die im Parlament sitzt, die steht in der Verantwortung und setzt sich mit Themen intensiv auseinander und entwickelt sich. Wir als Bevölkerung bräuchten diesen gleichen Prozess. Wir müssten uns ernsthaft mit Themen auseinandersetzen können. Und die Ernsthaftigkeit kommt rein, wenn es eben eine Bedeutung hat, wenn man am Ende sich entscheiden kann, wenn man einen Diskurs über 2 Jahre über irgendwelche Themen hat. Das ist wertvoll für eine Gesellschaft. Also es geht gar nicht um den Entscheid zum Schluss, dass wir jetzt sagen können, wir können über Themen entscheiden, sondern es geht um die Abstimmung, dass wir miteinander reden auf Augenhöhe. Ja, aber ich meine, da ist doch niemand dran gehindert. Entschuldigung. Doch, wir können darüber reden, wir haben eine Meinungsfreiheit, ja. aber unsere Meinung hat kein Gewicht im Endeffekt. Also du kannst auf Demonstrationen gehen, aber das ist immer ein Bittstellen an die Politik. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, es kommt gar nicht auf die Abstimmung an, es kommt auf den Diskurs an, hast du gerade gesagt. Genau, das ist nicht der wichtigste Punkt dran. Aber ich habe auch gesagt, dass es, wenn es eine Entscheidung gibt, dass man eine andere Haltung einnimmt, wenn ich weiß, dass ich in 2 Jahren über unser Grundgesetz oder über unsere Gesetze entscheide, dann beschäftige ich mich anders mit einem Thema, als ich dich frage, ja, was denkst du von dem und dem? Das ist eine andere Haltung. Natürlich ist es eine andere Haltung, aber es hindert dich keiner dran oder niemand ist daran gehindert, tatsächlich einen Diskurs zu beginnen und möglichst auch durchzuhalten und auch zu einem möglichst hoffentlich guten Ende zu führen. Vielleicht auch nicht, vielleicht führt der Diskurs dazu, dass man sich überhaupt gar nicht verständigen kann, aber niemand ist daran gehindert, das zu tun. Übrigens, eins will ich auch sagen, also die direkte Demokratie, finde ich, im Prinzip ja, sollte in der Bundesrepublik Deutschland weiter gestärkt werden, ja. Und trotzdem erlaube ich mir einen Hinweis. Die Bildungsbürger haben einen Vorteil vor den anderen. Und das muss man vielleicht auch noch mal ganz kurz bedenken. Kannst du das mal erläutern? Ja, es ist doch vollkommen klar, dass diejenigen Menschen, die einen besseren Zugang zu allen möglichen Informationsquellen haben, in dem Zusammenhang auch den Diskurs anders bestimmen als diejenigen, die eben diesen Zugang zu den Informationsquellen nicht haben oder die auch aufgrund ihrer intellektuellen Kapazität oder ihrer Vorbildung eben, ich sag mal, nicht in gleicher Weise mithalten können, um es mal so zu sagen. Die Bürger sind aber natürlich als Bürger genauso viel wert wie die anderen. Also man muss da schon aufpassen, dass man das Ganze auch nicht zu einem Elitenprojekt macht. Auch da, das ist die andere Seite der Medaille. Ja, aber liebe Barbara, eine Volksabstimmung einzuführen, beispielsweise über die Frage, ob man noch Rüstungsexporte zulässt, zum Beispiel in solche Krisengebiete, Kriegsgebiete wie Saudi-Arabien, da brauche ich keine hohe Intelligenz und auch keine Ausbildung, keine besondere, sondern das ist eine grundsätzliche Frage der Moral, der Sitte. Und das kann, glaube ich, jeder und jede gleich entscheiden, also ist da gleich kompetent, weil er sagt, will ich oder will ich nicht? Entschuldigung, wenn ich vielleicht falsch verstanden worden bin, aber den Diskurs zu führen, dafür braucht man schon unterschiedliche Möglichkeiten und Herangehensweisen. Der Diskurs wird von manchen Menschen mehr und von anderen weniger bestimmt. Das ist nicht zu bestreiten. Klar, man kann solche Fragen, Rüstungsexporte ja oder nein, das ist eine Ja-Nein-Entscheidung, die jeder Mensch vor dem Hintergrund seiner ethischen Überzeugungen fällen kann, sehe ich auch so. Kommt aber genauso an, auch jetzt war gerade vor kurzem vor dem Hintergrund der ethischen Entscheidungen, werden jetzt mal gerade in der Schweiz die Laufzeiten von den Atomkraftwerken verlängert. Ja, nur mal so. So, hier wurde gerade ein Zettel reingereicht. Bitte zurück zum Thema Gründe für Nichtwählen kommen. Dankeschön. Ich kann mir ja vorstellen, dass, was ihr jetzt diskutiert habt, mehr direkte Demokratie und so weiter, dass das im weiteren Sinne auch was zu tun hat mit den Gründen fürs Nichtwählen oder so. Wer hat das geschrieben? Magst du was dazu sagen? Wieso dir das? Komm her. Ich glaube, er will einfach nur zum Thema zurück. Ja, eben, zum Thema zurückkommen. Was fehlt dir an der bisherigen Diskussion? Wieso meinst du, dass das, was jetzt eben besprochen wurde, nichts mit Gründen für Nichtwählen zu tun hat? Komm her. Nee, du musst herkommen, sonst kann man oder das... Gib ihm das Mikro doch einfach. Ja.
Also ich bin Sebastian. Der Grund an sich war zwar am Anfang gesagt worden, aber jetzt führt es doch eher zu konkreten politischen Themen hinweg. Während es andere Gründe ja zum Beispiel geben kann, zum Beispiel wählen bedeutet ja auch eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen bedeutet Verantwortung übernehmen und die muss man nachher auch noch nach Jahren später vertreten können. Zum Beispiel jetzt auch, wenn man in eine NS-Zeit oder eine DDR-Zeit gewählt hat und was auch immer. Dementsprechend ist das schon, gibt es noch andere Gründe, wenn man nicht diese Verantwortung später noch übernehmen möchte, gerade wenn es Parteien nicht mit ihren Aussagen immer ernst meinen, also wenn die dann ihre Meinungen später ändern. Und da gibt es sicherlich noch diverse andere Gründe, konkrete Gründe. Okay, also du meinst, man kann auch deswegen nicht wählen, weil da Leute antreten, wo ich bei keinem, der zur Wahl steht, eine Verantwortung dafür übernehmen könnte, was das Ergebnis wäre. Ist eine Position. Dankeschön. Wer bist du? Hi, ich bin Paul. Guten Abend erstmal in die Runde. Ich habe gerade an die Hand gehoben, als du meintest, beziehungsweise du Christian gefragt hast, ob die Grünen denn auch schon mal Nichtwähler verursacht haben. Ja, haben sie definitiv, und zwar in meinem engsten Familienkreis war das definitiv war auch der Grund zu sagen, ich möchte nie wieder an einer Wahl teilnehmen und meine Partei mit meiner Stimme halt legitimieren, etwas zu tun. Und ich glaube, es ging auch da ganz konkret um den Auslandseinsatz. Ich glaube, das war schon ein Knackpunkt, die Agenda-Reform kam dann noch hinzu. Also ich glaube, in der Zeit sind ganz, ganz, ganz viele Menschen zu Nichtwählern geworden. Ich bin selber jetzt gerade mal Zweitwähler, tue mich aber jetzt schon sehr, sehr schwer. Ich habe das erste Mal bin ich SPD gewählt und tut mir leid, ich habe es ein bisschen bereut, doch im Nachhinein, liebe Barbara. Bin jetzt auch wieder an dem Punkt zu sagen, dann mache ich es nicht. Was sind da Gründe, was kann man machen? Was ich persönlich tatsächlich nicht mag, ist ein Nicht-Wählen gehen, weil, ach, ich hatte jetzt einfach keine Zeit und das interessiert mich einfach nicht. Also Leute, die sagen, ich interessiere mich eh nicht für Politik. Das finde ich immer persönlich so ein bisschen eigenartig, wenn man wirklich aber sagt, nö, ich möchte das einfach nicht, weil ich dieses System, so wie es zurzeit da ist, nicht unterstützen möchte. Eigentlich ist definitiv eine politische Aussage. Was mich aber persönlich interessiert und auch denjenigen im engsten Familienkreis. Warum hat man immer das Gefühl, wenn das Thema Nichtwählen in den Medien aufkommt, auch gerade jetzt hier bei Herrn de Maizière, dass es absolut ist, es gibt nur die Möglichkeit zu wählen, alles andere ist definitiv schlecht und es ist definitiv zu verurteilen. Ich finde, das ist eine ziemlich harsche Herangehensweise daran. Ich glaube, dass man damit viele, viele Menschen auch noch weiter dabei behält, nicht zu wählen, weil sie sich gerade dadurch erst bestätigt fühlen. Was sagt ihr dazu? Also es ist ja nicht moralisch zu verurteilen, wenn jemand nicht wählt, selbstverständlich nicht. Jeder Mann, jede Frau hat die Freiheit, sich dafür zu entscheiden, eben nicht zu wählen, ja klar. Ich will dir nur darauf aufmerksam machen, dass unsere Demokratie Wahlen als Voraussetzung für Funktionieren braucht. Und wenn man sich entscheidet, nicht zu wählen, dann muss man eben hinterher damit zufrieden sein, zu sagen, okay, das, was die da jetzt machen, machen die ohne, dass ich mich beteiligt habe. Dann kann ich hinterher auch eigentlich nichts mehr sagen, wenn die da jetzt irgendwelchen Scheiß bauen. Es kann ja sein, du hast dich beteiligt an der Wahl und du ärgerst dich hinterher, kann durchaus sein. Dann kannst du aber auch, hast du allen Grund zu sagen, verdammte Hacke, mache ich nächstes Mal, wähle ich jemand anders oder so. Aber wenn du erstmal gar nicht gewählt hast, dann kannst du eigentlich auch nicht mit guten Gründen sagen, was machen die denn da jetzt für einen Scheiß? Du hast ja zunächst mal keine Verantwortung dafür übernommen. Also es gibt meiner Ansicht nach Gründe, also du hast jetzt einen gesagt, ich bin enttäuscht worden. Ich mache die Erfahrung, dass Politiker ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit haben. Die sagen das und machen was ganz anderes nachher. Das kann ein Grund sein zu sagen, ich will das nicht oder ich mache da nicht mehr mit. Ich mache eine ganz bewusste politische Entscheidung, ich entziehe mich dem. Genauso wie ja auch viele, die zur Wahl gehen und das machen, das nicht alles aus lauteren politischen Motiven machen. Also wir wissen, dass es auch Teile der Bevölkerung gibt, auch viele Menschen gibt in Deutschland, die wählen nach ganz anderen Kriterien. Also früher war das so, weil die Kirche gesagt hat, wählt man dann besser CDU oder man geht davon aus, weil schon immer die Familie immer SPD gewählt hat, wählt man jetzt auch SPD, also ohne sich im Einzelnen mit den Kandidaten oder mit der Politik zu beschäftigen. Es ist ja nicht immer eine gut durchdachte politische Entscheidung, sondern
das weiß ja jeder aus seiner Umgebung, vielleicht auch von sich selber, wie er zu so einer Entscheidung dann kommt. Das heißt, man soll da nicht richten, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber natürlich ist es besser, schon für die Frage, das ist ja ganz am Anfang angesprochen worden, wenn möglichst viele sich beteiligen, weil dann umso repräsentativer ist diese Versammlung, die dann nach dem 24. September im Bundestag wieder zusammentritt. Also wenn, nehmen wir mal an, die Wahlbeteiligung würde extrem fallen und jetzt auf 50 oder unter 50%, das gibt es ja in manchen Ländern, bei manchen Wahlen, dann könnte man sagen, die sind ja gar nicht mehr richtige Repräsentanten der Bevölkerung. Aber das muss ja nicht sein. Und deshalb rate ich auch allen da, sich irgendwie einzumischen und dann vielleicht zu sagen, also jetzt mache ich doch die Kräfte oder die Personen stark, von denen ich noch davon ausgehe, dass sie am nächsten bei meiner Auffassung sind und auch bei der Frage der Glaubwürdigkeit, was ja bei der politischen Entscheidung meistens noch eine größere Rolle spielt als inhaltliche Fragen, zu sagen, die oder der scheint mir doch glaubwürdiger zu sein. Der sagt zwar auch viel Mist, aber wenn er was sagt und wenn er das deutlich sagt, dann macht er das auch. Das würde, glaube ich, sehr zur Gesundung beitragen, indem dass sich viele dann auch beteiligen, wenn man sich an seine eigene Aussage oder das auch einfordern kann, gebunden fühlt und nicht sagt, jetzt sind die Wahlen vorbei, jetzt machen wir alles ganz anders oder viel. Dankeschön. Das ist jetzt der Punkt, wo ich gerne Peter Mannert hochbitten möchte. Danke dir. Peter Mannert ist, grüße dich. Er ist das, was man einen Meinungsforscher nennt. Er arbeitet bei YouGov, das ist ein Meinungsforschungsinstitut, die im Internet die Forschung treiben, und ihr sagt trotzdem, es ist repräsentativ. Und ja, manche zweifeln das ja an, aber ich glaube auch, es geht. Und ihr habt auch euch mit Nichtwählern beschäftigt. Also lass uns mal einen kurzen Einblick geben. Wer sind eigentlich die Nichtwähler? Kann man davon sprechen? Wir machen jetzt mal den zweiten Block, über den wir vorhin gesprochen haben, als ersten. Also, gibt es die Nichtwähler? Du hast jetzt Zeit, uns ein bisschen sozusagen über diese in diese Blackbox reingucken zu lassen. Ja, sehr gerne. Also, spannende Diskussion erstmal bisher. Und ich glaube auch spannend daher, dass es nicht ganz repräsentativ ist für die Nichtwählergruppe in Deutschland insgesamt. Wir haben tatsächlich in unseren Umfragen uns mal genauer angeguckt, das ist jetzt, wer die nicht... Haben wir den zweiten Frageblock, weil das ist jetzt der erste, den wir besprochen hatten. Genau, da wollten wir anfangen, danke. Genau, wer die Nichtwähler in Deutschland sind. Ganz kurz nochmal, warum das überhaupt ein brisantes Thema ist und warum wir hier stehen, ist die Entwicklung der Nichtwähleranteile. Das ist erstmal per se, das diskutieren wir gerade, ob das schlecht ist oder nicht, seit den 80er Jahren stetig oder fast stetig gesunken, von damals Höchstwerten über 90%, 91,1 zu aktuell ungefähr 71,5 bei der letzten Bundestagswahl. Wenn wir im Folgenden über Nichtwähler reden, dann bezieht sich das tatsächlich auf die Bundestagswahl 2013. Und die Prognosen sehen zumindest so aus, dass sich da nicht substanziell was ändert. Also es wird angenommen, dass der Wähleranteil wieder um 1, 2, 3 Prozentpunkte steigt, aber keine qualitative große Veränderung. Das erstmal festzuhalten, wie es aktuell aussieht. Wer drückt denn weiter hier? Genau, jetzt wird es eigentlich interessanter. Wer sind denn unsere Nichtwähler? Also bei der letzten Bundestagswahl ein Anteil von 29% insgesamt unter den Wahlbeteiligten. Wenn wir uns das im Detail angucken, es sind etwas stärker ausgeprägt die Frauen, da ist der Anteil Nichtwähler, der da abgetragen ist, bei 32%, bei den Männern bei 27%. Aber wo es dann ganz deutlich wird, wo die Nichtwähler liegen, das sieht man beim Alter zum einen. Es sind die Jungen gerade, wo der Nichtwähleranteil über 50% bei den 18- bis 24-Jährigen liegt und dann deutlich absackt mit zunehmendem Alter, und gerade die 65-Jährigen plus, die gehen fast geschlossen zur Wahl. Das ist so gelernt. Andere Effekte, man kann es jetzt mal zusammenfassen mit dem sozioökonomischen Status. Man sieht das mit Bildung und mit dem Nettoeinkommen. Das sind die beiden größten Treiber eigentlich, die Wahlbereitschaft oder die Wahlbeteiligung tatsächlich auch steigt. Das ist jetzt zum einen festzuhalten, dass es da sozusagen eine Diskrepanz gibt
die zusammengefasst Bildungseinkommensoberschicht, die geht zur Wahl. Und gerade die Einkommensschwächeren, Bildungsschwächeren, das korreliert ja auch ganz stark, die gehen nicht zur Wahl. Also das ist schon mal ein Problem für die Demokratie an sich. Und was man in den letzten Jahren, Jahrzehnten gesehen hat, ist, dass dieser Gap oder diese Schere stetig weiter zunimmt. Das heißt, die Nichtwähler bei den niedrigen Nettoeinkommen und bei der niedrigen Bildung, der steigt tendenziell an. Und bei der Oberschicht, wenn man es mal so zusammenfassen möchte, bei der sozioökonomischen, bleibt er relativ stabil. Also da entwickelt sich das in entgegengesetzte Richtung. Und was wir hier eigentlich debattieren oder was schon bei vielen Diskutanten hier und Leuten aufkam, ist eigentlich die Unzufriedenheit mit dem politischen System. Das sieht man, wenn man das sich für die Nichtwähler nochmal anguckt, ganz deutlich, wie sich das zu den Wählern unterscheidet. Und zwar haben wir mal die Frage gestellt, wie die Leute das politische System beurteilen hinsichtlich der Lösungskompetenz oder die Fähigkeit, die Herausforderungen zu bewältigen, die aktuellen gesellschaftlichen Probleme, die uns tatsächlich auch beschäftigen. Und da sieht man, dass die Wähler immerhin mit 42% sagen, ja, das passt, macht das System eigentlich ganz gut. 37% sagen, das ist eher mittelmäßig, 18% sagen, es ist schlecht. Und bei den Nichtwählern ist dieser Anteil derjenigen, die sagen, oder die kein Vertrauen haben in das politische System, diese Herausforderung zu bewältigen, liegt bei 31%, also deutlich höhere Unzufriedenheit. Selbiges Muster zieht sich durch, wenn man das auf die Akteure, die etablierten Parteien bezieht. Auch da wurde die Frage gestellt, wie die Wähler oder die Nichtwähler einschätzen, dass die Parteien in der Lage sind, die aktuellen gesellschaftlichen Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Und hier ist auch wieder der Anteil Unzufriedener deutlich stärker bei den Nichtwählern als bei den Wählern. Also das ist auf jeden Fall ein Indikator für die Nichtwähler, diese Unzufriedenheit mit dem politischen Outcome eigentlich des Systems und der Akteure. Das ist ein Muster, das sich durchzieht. Was das dann bedeutet oder wo es dann dazu führt, dass es sich auch in Nichtwahlen ausdrückt, ist das Thema der Repräsentanz und der Einflussmöglichkeit. Wie ist denn da die Wahrnehmung? Und auch da sieht man das, wenn man die Wähler und die Nichtwähler gegenüberstellt. Zum einen, wie ist denn die Wahrnehmung, dass überhaupt Themen diskutiert, im Wahlkampf diskutiert und behandelt werden, die für mich persönlich von Interesse sind. Bei den Nichtwählern deutlich weniger ausgeprägt. Das sind jetzt ungefähr 17%, die sagen, das sind eigentlich Themen, die hier diskutiert werden im Wahlkampf, die mich auch ansprechen, die für mich von Relevanz sind. Bei den Wählern ist der Anteil mit 34% doch noch ausgeprägter. Und ganz dramatisch eigentlich, wenn man sich anschaut, wie das Gefühl aussieht, politische Entscheidungen zu beeinflussen, das kam ja hier auch schon auf, das ist bei den Nichtwählern 50% der Nichtwähler sagen, das Gefühl habe ich eigentlich nicht mehr, dass ich mit Wahlen oder auch andere Möglichkeiten oder auf anderen Wegen die Möglichkeit habe, politische Entscheidungen beeinflussen zu können. Wähler sind da noch etwas optimistischer in der Hinsicht. Dankeschön, Peter. Ja, das war ein kleiner Exkurs, aber ich glaube, das macht doch deutlich, dass wir da eine Tendenz haben, an der offenbar auch die Parteien und Politiker ein Stück weit mit Ursache haben, muss ja irgendeinen Grund haben, dass seit 72 die Wahlbeteiligung konsequent runtergegangen ist. Du sitzt jetzt schon ziemlich lange da, möchtest du da dich direkt einschalten? Du kannst dich darauf beziehen, aber auch auf das, was du vorher sowieso sagen wolltest. Hallo, wer bist du? Bist du ein Nichtwähler? Ja, bist du ein Nichtwähler, genau. Na, die Wahl ist ja noch, also das ist ja ein Zeitpunkt. Aber ich war schon Nichtwähler und ich war auch schon Wähler, war jetzt aber auch viele Jahre gar nicht in Deutschland. Da war es dann ein bisschen schwieriger zu wählen, wenn man Briefwahl machen muss, muss man lange vorher anmelden und dann ist es sowieso immer schwierig, dass man nicht weiß, was man wählen soll. Und dann ist es noch leichter oder passiert es schneller mal, dass man nicht wählt, als wenn man in Deutschland lebt und den Termin bekommt und dann einfach hingehen muss. Für mich war es ja so, meine erste Wahl war für die beiden neben mir wahrscheinlich ziemlich bedeutend. Das war damals, als die SPD und die Grünen zusammen 98 Regierung gestellt haben. Das war für mich so das erste Mal. Da war ich noch jung und naiv, jetzt bin ich alt und zynisch. Von daher hat sich für mich viel verändert, aber wahrscheinlich ja auch
für die gesamte Politik seitdem, wo ich das so beobachte. Und mir hat es danach immer schwerer gefallen, so richtig mich zu entscheiden, was ich denn wähle. Das hängt auch ein bisschen natürlich immer mit dem natürlichen Wesen zusammen. Bei mir ist es jetzt so, dass ich grundsätzlich nicht jemand bin, und das geht vielleicht auch anderen Menschen so, der immer nur nimmt, was da ist. Ich bin also ein Kreativtyp. Ich sage immer, was will ich schaffen? Ich mache Grundlagenanalyse. Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann, ich wähle das und dann ist das nicht da. Das ist natürlich ein Problem. Ich will das machen und es ist nicht da. Und was macht man dann als Wähler? Na, man muss sich dann doch für das entscheiden, was da ist. Und das macht nicht immer so viel Freude. Aber das andere, was ich ganz gerne sagen würde, noch zu dem ganz vom Anfang von dem Herrn de Maizière, wo er gesagt hat, man muss wählen oder es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Ich würde ihn da gar nicht mal widersprechen. Ich würde es aber von dem Kommunikationsansatz sagen, man kann nichts nicht sagen. Man kann nicht kommunizieren. Auch nicht wählen ist eine Wahl. Und dass die Menschen, die sowohl im normalen persönlichen Umkreis als auch in der Politik, im Journalismus, ja so stark darauf reagieren, wenn Leute nicht wählen gehen, heißt ja, die Botschaft kommt an. Also es ist ja nicht so, dass es keinen interessieren würde, geht ihr halt nicht wählen. Könnte man ja machen bei einer Demokratie. Gibt halt welche, die haben da keine Meinung zu oder die interessiert das nicht. Ist ja okay. Dann sagen die, die es wollen, was wird, und die anderen sagen nicht. Könnten ja alle mit glücklich sein. Aber irgendwie ist doch da was. Irgendwie sagen doch Parteien, Journalisten, Menschen, auch in meinem Familie- und Persönlichkeitsumkreis, muss doch wählen gehen, geht doch nicht. Also da ist Spannung in der Gesellschaft. Und ich würde sagen, das hängt natürlich sehr stark auch mit der repräsentativen Demokratie direkt zusammen, weil, das ist ja schon angesprochen worden, das ist eine Legitimation. Und die Legitimation ist natürlich irgendwo auch ein bisschen in Frage gestellt, wenn die Leute nicht wählen gehen. Also hier gibt es ein Spannungsfeld, und ich finde das deswegen total super, dass wir diese Runde haben, weil ich denke, das müssen wir diskutieren in der gesamten Gesellschaft, dass sich das nicht separiert. Dass nicht der eine Teil der Gesellschaft geht dorthin, der andere da dorthin, und keiner redet mehr miteinander, keiner kriegt was voneinander mit, und ja, dann ist die Demokratie irgendwie dann nur noch so eine Spaßveranstaltung. Also ich habe ja in der DDR meine Jugend verbracht und da gab es auch Wahlen, das war auch eine Demokratie. Gab es da Wahlen? Deutsche Demokratische Republik, Hans. Ja? Stand im Namen. Ich war zu jung, um das zu erleben, aber meine Eltern haben gesagt, die haben das nicht als Demokratie empfunden. Und meine Großeltern, von daher... Ja, würde ich da sagen, das ist keine Demokratie, also nur der Name alleine reicht nicht, und dass man irgendwo so einen Zettel kriegt zum Ankreuzen, das ist eigentlich auch nicht genug, also da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ich kann ja mal persönlich erzählen, meine Eltern mussten in der DDR mal wählen und mein Vater hat sich immer verweigert und wurde dann kurz vor 18 Uhr immer von der Polizei abgeholt, um dann doch nochmal wählen zu gehen, und seit der Wiedervereinigung sind beide überzeugte Nichtwähler, weil sie einfach... die Freiheit haben, nicht wählen gehen zu müssen. Das verstehe ich. Bei so einer Geschichte verstehe ich das gut, ja klar. Dann nimmt man sich halt die Freiheit, nicht zu wählen. Klar, das verstehe ich gut. Also ich kann ganz viel verstehen von dem, was du sagst. Aber an einer Stelle will ich dir widersprechen. Da sagst du, ich bin ein kreativer Typ, und dann gucke ich da und dann sehe ich da nichts von dem. Also das, was ich so eigentlich will, das ist nicht da. Ne, so hast du es gerade sinngemäß gesagt. Also es gibt jetzt bei dieser Bundestagswahl 3 neue Parteien, die erstmals antreten. Das sind jetzt insgesamt, ich glaube, 42 oder so. Im Baumarkt gibt es aber 16.000 Artikel, da findest du leicht einen. Aber unter 42 ist nicht so schwer, nicht so leicht, einen Artikel zu finden wie im Baumarkt. Das ist schon so. Die Vorstellung, dass wir eben so genauso ein breites Angebot hätten wie im Baumarkt, ist eben auch wieder etwas ungewöhnlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Demokratie ist eben auch nicht, ich gehe mal für 99 Cent mir irgendein Produkt im Baumarkt kaufen, sondern in der Tat gehört dazu dann schon eine Entscheidung. Kann auch die Entscheidung fürs Nichtwählen sein, aber ist also eine andere Entscheidung als kaufe ich mir jetzt Gummibärchen oder Schokoladenbonbons. Naja, aber man müsste ja gerade nochmal auch, um auf die Stellungnahme von de Maizière zurückzukommen, hier diese Statistik zeigt ja, spiegelt das wider, was hier ja auch schon geäußert worden ist, dass sehr, sehr viele der Nichtwähler deshalb Nichtwähler sind, weil sie der Auffassung sind, da ändert sich nichts. Also die sind weder kompetent noch in der Lage, was zu verändern. Das muss einem natürlich auch zu denken geben. Einmal für das eigene politische Wirken, aber auch für die Gesamtheit. Also man kann sagen, die Politik
für jeden, der so bewusst, wie das hier zum Ausdruck gekommen ist, bewusst nicht zur Wahl geht, prägt Herr de Maizière und wir alle, die wir im Bundestag gewesen sind, die ein Mandat von der Bevölkerung haben, die Verantwortung. Also auch da müssen wir uns fragen, was müssen wir eigentlich anders machen, außer jetzt zu appellieren, geht dahin, ihr könnt was ändern. Das glauben die ja nicht, die nicht wählen, dass wir was ändern können. Deshalb sind solche Appelle zu sagen, was ihr da alles erreichen könntet, gehen da ins Leere. Man muss das Vertrauen zurückgewinnen, dass die, die man wählt, tatsächlich, jedenfalls die Mehrheit, dann versucht, was zu ändern und auch vielleicht hin und wieder Erfolge. Ist dann so gesehen nicht unter Umständen eine relativ hohe Nichtwählerquote eigentlich ganz vernünftig, weil sie vielleicht den Leidensdruck für Politiker erhöht, dass die nämlich nicht sagen, alles in Butter, wir wählen uns ja, sondern nee, dass man sagt, ein so hoher Nichtwähleranteil, das muss eine Aufforderung, ein Alarmsignal an uns sein, so wie wir es jetzt machen, ist es nicht in Ordnung. In anderen Zusammenhängen nennt man sowas Abstimmung mit den Füßen. Also könnt ihr so rum gesagt etwas Gutes daran finden, wenn es einen hohen Nichtwähleranteil gibt? Jenseits dessen, dass ihr natürlich lieber einen hohen Wähleranteil hättet. Ja, aber woher sollen wir denn wissen, in welche Richtung wir uns ändern sollen? Wenn 30% nicht wählen, dann können unter denen eine Vielzahl von Unzufriedenheiten sein, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also die Entscheidungen, warum man nicht wählt und warum man sich was anderes vorstellt, sind ja total vielfältig. Also deswegen ist das auch nicht dasselbe wie Abstimmung mit den Füßen. Wenn ich falsche Schuhe verkaufe und keiner kommt mehr in meinen Laden, dann weiß ich, ich muss mal andere Schuhe anbieten oder überhaupt was anderes machen. Ja, aber wenn ich... ja, aber... Ja gut, es ist eben nicht Abstimmung mit den Füßen im Sinne von, die gehen alle in dieselbe Richtung und stattdessen in einen anderen Laden, der völlig klar macht, was denn stattdessen sein soll. Es wird eben nicht klar. Da würde ich gerne einhaken und das zum einen natürlich bestätigen, ist es ja richtig, also auch nochmal auf das von vorhin zurückgreifend, Wahlen sind, oder ach, ihr wollt reden? Nee, Hans holte mir einen nach dem anderen hoch. Hans, bleib mal ruhig. Ja, ja. Nein, nur, also wenn er von unten rummeckert, soll er doch bitte hochkommen. Komm her. Der mit dem einen Laden. Aber du bist noch dran. Nee, du wolltest noch einen. Dann was du ja gesagt hattest, man muss halt auswählen aus dem. Das ist ja völlig richtig. Parteien sind halt eingeschränkt, wie ja auch Demonstrationen eingeschränkt sind. Man ist manchmal in der Demonstration, da ist man auch nicht in allem mit einverstanden. Trotzdem, es kann ja nicht jeder für sich alleine eine Demonstration machen. Das ist relativ albern. Und bei Parteien ist es auch so, wenn jetzt jeder seine eigene Partei gründet, ist auch Quatsch, bringt nichts. Dennoch, diese Auseinandersetzung hat man natürlich jedes Mal zu gucken, haben die Parteien genügend Schnittmenge mit meinen Wünschen? Und wenn ich jetzt die Partei gewählt habe mit den Interessen, hat das Einfluss genommen, auch wenn diese Parteien Zustimmung haben oder wenn es auch Umfragen gibt. Es gibt ja immer wieder auch Umfragen, wird es umgesetzt? Und wir hatten ja das Thema jetzt schon durch, müssen wir auch nicht weiter drüber reden, direkte Demokratie oder Volksentscheide. Es gibt ja die Umfragen, es ist ja klar, die Leute wollen das. Und es gibt auch die Parteien, wir hatten... Theoretisch war ich immer die letzten 4 Jahre eine Zweidrittelmehrheit, weil ja CDU eigentlich gesagt hat, es wäre ihnen scheißegal. Am Ende ist es aber doch nicht gekommen. Ich weiß nicht warum, ich war ja jetzt nicht im Bundestag Abgeordneter und weiß nicht, wie das dazu gekommen ist. Hätte ja eigentlich passieren müssen. Und wenn die Leute dann sehen, jetzt haben wir das gewählt und wir sagen es auch immer, aber die machen es nicht, dann entsteht natürlich so der Eindruck, ja, dann ist das scheinbar hier alles auch nur ein bisschen so ein Tänzchen, so ein Ballett. Aber das ist jetzt auch nochmal das andere, jetzt mit den hohen Prozenten. Ja, natürlich, also niedrige Prozent oder hohe Nichtwählerprozente sind schon wichtig, weil sonst haben wir ja diese 99,9% aus der DDR und das ist jetzt nicht wirklich erstrebenswert, das bringt nichts. Danke. Hans, Christian, hast du noch was? Nein, Hans. Guten Tag. Nein. Nein, jetzt kommt jemand anderes gleich. Jetzt musst du mal kurz warten. Okay, Christian, du hast noch was zu sagen. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sagen gar nicht so viele, die als Grund, die haben nicht das gemacht nachher, was ich mir vorgestellt habe, sondern die haben gar nichts gemacht. Also es ändert sich nichts.
Sie haben nichts geändert, sondern haben das Gleiche weitergemacht. Das muss uns doch zu gedenken geben, dass man denen da nicht zutraut. Und ich kann nur sagen, es gab ja, also um nochmal den Volksentscheid da reinzubringen, im Bundestag fast die Mehrheit, also SPD, Grüne und Linke waren ja dafür, aber sie haben sich vor allen Dingen gegen die Union nicht durchgesetzt. Sie hat das gesperrt, weil man der Auffassung ist, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit und dann geht das nicht. Ne? Also es liegt wirklich an der Union. Und was ich vorhin schon gesagt habe, wenn man sich mit den Kollegen dann unterhält, das tut man ja auch, dann ist dahinter die Furcht, die werden was entscheiden, die Bürgerinnen und Bürger dann mit mehr dem Volksentscheid, die werden was entscheiden, was wir nicht wollen. Was nach unserer Meinung in die falsche Richtung geht. Und das kann doch nicht wahr sein, kann ich da nur sagen. Also man muss da mit fertig werden und man kann natürlich auch sagen, die dürfen keine Gesetze beschließen, aber es verbietet schon das Grundgesetz, wo jetzt Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden oder sowas. Aber das geht auch gar nicht. Also selbst so ein Volksentscheid wäre gar nicht möglich, der wäre verfassungswidrig, weil er eben gegen Grundrechte von einzelnen Bürgern verstößt. Also diese Angst, da war es. Aber für die konkrete Politik, wie machen wir das jetzt mit den Diesel zum Beispiel? Müssen die Autofirmen die Diesel wieder nachrüsten und so machen? Wie machen wir das? Und da kann man doch einen Volksentscheid drüber machen. Wie? Die Bevölkerung ist schon so viel jetzt hoch und runter gerührt worden, auch in den Medien, dass die meisten dazu eine Meinung haben und jetzt kann man die mal abrufen und dann hätte man eine Meinung und dann sagt man so, jetzt setzen wir das so um. Kann doch nicht schlimm sein. Welche Frage würdest du den Deutschen in Sachen Diesel stellen, Barbara? Was wäre der Volksentscheid? Bist ja dafür. Ja, klar. Aber Volksentscheid bei Diesel, also dann würde ich eher sagen, dass wir einen Volksentscheid darüber bräuchten, bis zu welchem Zeitpunkt wir uns zum Beispiel von Verbrennungsmotoren verabschieden. Der Diesel als Diesel ist ja nur ein Unterpunkt sozusagen. Die eigentliche Frage ist ja, wie gehen wir um mit unseren Klimaschutzverpflichtungen und wie lange brauchen wir noch, um tatsächlich auch umzusteigen und so. Das sind die Fragen, um die es geht. Also die Frage, wer bezahlt die Umrüstung bei Diesel, das kann man schon wirklich per Gesetz machen, glaube ich. Also dafür braucht man natürlich eine Mehrheit. Ich bin ja bisher fast die Einzige, die sagt, das sollen dann wirklich auch die Hersteller machen. Und da gibt es ja viele andere, die das anders sehen. Aber das kann man schon per Gesetz machen. In dieser Legislaturperiode natürlich sowieso nicht mehr, weil wir haben ja jetzt in knapp 2 Wochen Wahl. Aber die Frage ist noch nicht zu Ende debattiert und es wird in der nächsten Legislaturperiode uns noch beschäftigen. Also wir sind jetzt dabei herauszufinden, ich mache es kurz, weil das ja nicht unser eigentlich heutiges Thema ist, wir sind jetzt dabei herauszufinden, bei welchen Typen es überhaupt geht. Und wie man es dann am besten macht. Bei allen Typen wird es nicht gehen. Aber jedenfalls geht es nicht so, wie die Automobilindustrie sagt, wir kümmern uns nur um die Zukunft, nicht um die Vergangenheit. Das geht natürlich nicht. Aber nur ein Satz dazu. Es geht auch um die grundsätzliche Frage, die, glaube ich, in der Bevölkerung da angesagt ist. Es geht ja, viele haben ja gar keinen Diesel, also sind dann persönlich gar nicht dran. Es geht um die Frage, lässt man sich das einen solchen massenweise millionenfachen Betrug von der Autoindustrie gefallen oder kuscht da die Politik, weil sie sagt, die Arbeitsplätze oder weiß ich alles. Das ist doch die entscheidende Frage. Das haben wir in anderen Bereichen der Gesellschaft auch bei den Bankenrettungen. Sind wir dafür, dass die Banken gerettet werden und dass dafür Hunderte von Milliarden ausgegeben werden in Europa oder sind wir es nicht? Also nach welcher Flöte tanzt die Politik? Das ist doch eine entscheidende Frage. Ja, das ist eine Frage, die man so formulieren kann, Christian, nach welcher Flöte tanzt die Politik? Bedauerlicherweise hätten wir die Frage gestellt, sind wir dafür, die Banken zu retten, ja oder nein, hätten wir bis zum Ergebnis der Abstimmung tatsächlich schon den Zusammenbruch des europäischen Finanzsystems erlebt. Ja? Bedauerlicherweise. Also ich habe das auch nicht gerne gemacht. Aber die Fragestellung wäre schon sozusagen der Todesstoß gewesen. Also an der Stelle mal sozusagen, nach welcher Flöte tanzen wir denn, ist vielleicht ein bisschen arg vereinfachend. Ich habe in meiner Schule gelernt, dass Demokratie langsam ist und dass halt ein Preis dafür ist. Ja.
so, Thilo, du willst was oder willst du nichts? Nee, gibst mir dauernd der Platz gleich. Muss ja frei werden. Darum. Ja, genau. Also du hast vorhin gesagt, es gibt nur einen Laden. Jetzt bitte ich dich nicht, einen langen Brief vorzulesen, sondern zu sagen, wieso klappt das zu? Warum gibt es nur einen Laden? Na gut, dann sage ich, einen Laden gibt es nur. Ich habe dem Bundeswahlleiter meine Gründe geschickt. Ich habe meinen Wahlzettel gestern zurückgeschickt. Ich sage, ich möchte nicht verantwortlich sein für Mord, Totschlag, Waffen, Gewalt, Hass, Neid, Missgunst und all was uns, alles, was uns zuwider ist, dass ich das zu wählen habe. Und das steht, die Liebe steht nicht zur Wahl. Es ist einfach mal ein Verbrechen zu wählen, meiner Meinung nach. Diese Verantwortung für Waffenexporte, für Krieg und alles das, all das, was unsere Eltern uns gewarnt haben, die ganze Scheiße, die wir alle schon mal hatten, ja, und das geht doch jetzt schon wieder los. Wir gehen wählen, das Stimmvieh geht wählen, weiß nicht, was passiert und Krieg ist angesagt auf der ganzen Welt und nichts anderes. Und deswegen gehe ich nicht wählen, weil ich diese Verantwortung nicht übergeben kann und nicht erstmal ich übernehmen kann, dass solche Verbrecher, die teilweise dort sitzen, ihr Unwesen treiben auf der Welt. Na, zum Beispiel treibt so jemand in Nordkorea sein Unwesen, wo seine Bürger gar nicht wählen dürfen, nur mal so als Beispiel. Der junge Mann, der hatte, glaube ich, habe das heute erst gesehen, im Anfang Januar hatte er Donald Trump oder Amerika ein Friedensangebot gemacht, dass die Waffen, die Raketentests nicht durchgeführt werden gegen einen Friedensvertrag. Wer hat es abgelehnt? Die USA. Gut, ich wollte mal zu einem Aspekt kommen, der Nichtwähler, ein ganz spezieller. Es gibt nämlich Zwangsnichtwähler in Deutschland. Das sind Menschen, die hier geboren sind, die Deutsch sprechen, ihr ganzes Leben hier gelebt haben, aber nicht wählen dürfen. Magst du mal angesichts unseres mangelhaften Frauenanteils nach vorne kommen, Emel? Und deinen Fall schildern. Ja, bist. Nimmst du das Mikro? Warum bist du Zwangsnichtwähler? Also erstmal, mein Name ist Emel, bin in Deutschland geboren, und bin Zwangsnichtwähler, weil ich nicht wählen darf. Also weil ich einfach einen türkischen Pass habe, also die türkische Staatsbürgerschaft. Warum und weshalb ist eine ganz andere Geschichte, die will ich hier gar nicht erst aufgreifen. Bin aber, glaube ich, sehr engagiert, das zu ändern sozusagen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Ich glaube, jeder, der hier war auf dem Podium, es gab jetzt nichts, wo ich irgendwie widersprechen kann. Und ich habe super viel Elan verspürt. Und ich glaube, so die, ja, so das Grundding ist, glaube ich, für mich, gerade auch in so Debatten und so, die es ja jetzt auch in der letzten Zeit ganz viel gab, dass einfach ein gewisser Anteil total außen vor gelassen wird. Und es sind eben die, die hier geboren sind. Und es sind super viele, die einfach gar nicht das Recht haben zu wählen. Also die haben alle Pflichten, aber nicht alle Rechte. So, ja. Und über die müssen wir auch sprechen. So, und das sind, ich weiß es nicht, ich will auch nicht mit falschen Zahlen um mich werfen, aber 8 Millionen in Deutschland, genau, ungefähr. Und das ist einfach super, super viel. Und das ist einfach auch was... Da sind wir eigentlich auch schon genau beim Thema, aus meiner Sicht. Die werden einfach gar nicht gehört, die gibt es sozusagen gar nicht und das muss sich irgendwie ändern. Also gerade, ich weiß nicht, gerade in diesem Jahr fällt es mir super, super schwer, dass ich meine Stimme nicht abgeben darf, weil ich glaube, das System kannst du nicht von heute auf morgen einfach irgendwie per se verändern. Ich glaube, das ist ein Prozess. Und ich glaube, jeder, der nicht wählen geht, der unterstützt damit auch irgendwie die Rechten, die auch gerade, ich habe die belächelt, als die AfD gegründet wurde, habe ich die super belächelt, dachte so, okay, gut, ist irgendwie so ein Ableger der NPD, die es halt einfach auch gibt, klar, aber trotzdem ist auch jede Nichtwahl, unterstützt auch solche Parteien sozusagen. Allein deswegen finde ich es schon, kriminell will ich nicht sagen, aber ich finde es verwerflich, wenn man es nicht tut. Ja. Barbara, du hast vorhin gesagt, one man, one vote. Mhm. Emel lebt ja hier in Deutschland, hat aber keine Stimme. Und die SPD tut auch nichts dagegen. Ich muss Emel erst mal fragen, wodurch sie daran gehindert wird, die deutsche Staatsbürgerschaft wirklich anzunehmen. Also es fällt mir ein bisschen schwer, ich will nicht immer diese Ausländerkarte ziehen, aber ich habe
Ich habe tragischerweise noch einen befristeten Aufenthalt hier. Also ich bin hier geboren, habe einen befristeten Aufenthalt. Meine Schwester, die 11 Monate älter ist als ich, nicht. Also das ist schon so ein, finde ich, so ein bisschen willkürlich auch. Und ich habe es, also das bedeutet ja, Sie werden es wissen, dass ich alle 2 Jahre irgendwie zum Ausländeramt rennen muss, einen Aufenthalt beantragen muss. Und das als jemand, ich meine, ich bin der deutschen Sprache mächtig, ich habe hier Abitur gemacht, ich habe studiert. Ne, so, da gibt es auch andere, denen es wesentlich schwerer fällt. So. Also das aber klar, der Punkt ist, nämlich auf Ihre Frage zurückzukommen, da müssen wir schon beim Thema bleiben. Der Punkt ist der, dass es keine Begründung gab. Also weil ich bin als jemand da hingegangen und ich habe das sehr früh schon selbst getan. Also es ist nicht so, dass die Eltern dann mit dir da Bock haben, sich einen Tag lang in so eine Ausländerbehörde zu setzen, die rammelvoll ist und wo es dann auch unsicher ist, ob du überhaupt drankommst. So. Sondern habe es irgendwie selber gemacht und war irgendwie ziemlich früh auch schon auf der Position, dass ich mich gefragt habe, okay, was brauchen die von mir, dass ich da rauskomme, allein, dass ich mir das gar nicht mehr geben muss. So. Der entscheidende Punkt ist, dass du eben einen unbefristeten Aufenthalt bekommst, das ist der entscheidende Punkt. Vorher kannst du in der Tat die deutsche Staatsbürgerschaft nicht bekommen, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Sonst wärst du ja frei, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aber in der Tat, wenn du einen befristeten Aufenthalt hast, dann kriegst du die deutsche Staatsbürgerschaft erstmal nicht. Und deswegen müssen wir das Problem anders angehen. Das ist dann nicht ein Wahlrechtsproblem, sondern ein Ausländerrechtsproblem. Wir müssten das Problem anders angehen und sagen, wie kriegen wir dich in einen dauerhaften Aufenthalt rein, damit du überhaupt in die Lage kommst, tatsächlich auch Staatsbürgerin zu werden, wenn du es denn willst. Ja? Ja, absolut, absolut. Also das sind so die Fakten dazu, aber es gibt super viele, die haben jetzt keinen befristeten Aufenthalt. Ich kann es so ein bisschen aus meiner, so von meinen Landsleuten reden, so ich kenne die Kultur ganz gut. Also ich habe die Freiheit gehabt, irgendwie selber zu entscheiden, wo ich zu Hause sein will und ne, aber ich glaube, diese Wählerschaft von diesen Nichtwählern, die hier auch übrigens, ich weiß nicht, auf welchen Parametern diese Umfrage und so diese Statistik hier zusammengekommen ist, aber auch da werden diese ganzen Zwangsnichtwähler gar nicht erwähnt. So, ja? Also da würde mich auch mal super interessieren, wer wurde da befragt und warum eben nicht diese Zwangsnichtwähler. So, ja? Aber was ich sagen wollte war, die Möglichkeit hätten, sich einbürgern zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, es ist irgendwie so ein Loyalitätskonflikt von mir selber, aber ich kann die schon auch teilweise echt verstehen. Also die werden einfach, also ich weiß nicht, ich habe heute irgendwie einen Artikel gelesen auch, dass jeder, der irgendwie einen ausländischen Nachnamen hat, und das kenne ich ja auch selber, Jobsuche, Wohnungssuche und so, habe ich alles selber erlebt, die müssen sich irgendwie 3-4 Mal mehr anstrengen als jemand, der einen deutschen Namen hat oder irgendwie keinen Migrationshintergrund. Das ist auch so eine Sache. So ich bin auch nie migriert, so ich bin hier geboren. Wohin zurück, wo ich nicht herkam. Ja. Also es ist eher so eine Bereicherung durch meine Eltern, durch meine Großeltern, die hier als Gastarbeiter hergekommen sind. Und ne, so, wir müssen jetzt auch nicht die 100. Story hören dazu, aber einfach die auch so, ich kann die verstehen, muss ich sagen. Obgleich ich mich auch an vielen Stellen irgendwie dann gibt's, manchmal denke ich mir auch so, hey, das ist ja auch genau das, was die Gesellschaft dann auch wieder so dazu bringt, dass sie sagen so, ja, wollen sich nicht integrieren und so das Ganze. Also ich finde irgendwie, da sind wir auch nicht mehr so unbedingt beim Thema. Hast du schon mal in deinem Leben gewählt? Ja. Emil? Gewählt? Was gewählt? Hast du schon mal an irgendeiner Wahl teilgenommen? Nee. Geht ja nicht. Ging ja nie. Wie alt bist du? 28. Du bist 28 und hast noch nie, weil du es nicht durftest, wählen dürfen? Nee, aber ich habe heute mit meinem Freund auch gerade, mit einem Freund von mir auch gerade besprochen, dass ich, glaube ich, eine riesen Story draus machen werde, wenn es dann irgendwann dann soweit sein soll. Also ich weiß es nicht, wann es ist, aber glaube, also mit anderen Worten, du würdest schrecklich gerne wählen und vertrittst genau die andere Position. Mit anderen Worten, ich würde super gerne wählen. Auch jeder, der wählt, auch so gerade in meinem Freundeskreis, der wählt auch irgendwo für mich. Ja, also das ist auch so ein Ding. Es ist schon so. Also ich habe schon Freunde, gerade in diesen Tagen, die dann sagen, hey Emel, und übrigens, was ich auch mal an der Stelle sagen muss, ich glaube, ich merke, dass es auch ganz vielen gar nicht bewusst ist, dass es sowas gibt.
Also, dass es Leute gibt, die hier geboren sind. Ich muss mich ja schon immer rechtfertigen. Ja, bei dir ist es so, dass du keinen unbefristeten Aufenthalt hast. Warum, verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Versteht auch genau gar keiner. Das ist genau der Punkt. Aber es gibt natürlich viele Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, auch wenn, die auch hier geboren sind, aber eben türkische Eltern oder Großeltern haben. Die einen entscheiden sich für die deutsche Staatsbürgerschaft, relativ viele, und die anderen nicht. Und die sind aber frei, sich zu entscheiden. Dir fehlt jetzt die Freiheit zu dieser Entscheidung zunächst mal. Und ehrlich gesagt, das beunruhigt mich am allermeisten, dass du, obwohl du hier geboren bist, keinen unbefristeten Aufenthaltstitel hast. Das beunruhigt mich jetzt mal an erster Stelle, weil danach wärst du frei zu entscheiden, wie du weiter damit umgehen willst. Genau, absolut richtig. Und mich beunruhigt es auch schon viele Jahre. Und jeden, der davon weiß, also Leute, die es nicht tangiert, die setzen sich damit logischerweise auch nicht auseinander. Aber das ist schon richtig. Aber ich will gar nicht so mein Thema jetzt. Ich meine, klar, das ist jetzt irgendwie hier auch vielleicht ein Vorzeigefall. Aber ich will schon eher auf die eingehen, die es könnten, aber einfach gar nicht so sehr die Motivation haben. Und das sind einfach ganz, ganz, ganz viele. Ja, also ich finde, da muss man auch so ein bisschen hingucken. Man muss so ein bisschen gucken, was sind eigentlich die Ursachen davon. Und wie gesagt, ich könnte jetzt irgendwie auch viele Gründe aufzählen, warum ich es verstehe, warum die ganzen migrantische Kinder sagen, ich brauche den deutschen Pass ja eigentlich gar nicht, weil ich werde eh nicht gehört. So, ich verstehe das schon an gewisser Stelle, aber ich glaube, eher um die geht's, weil mir ist es verwehrt. Also wenn ich wählen dürfte, würde ich es tun. Ja? Das ist sehr, steht für mich außer Frage. Aber also ich glaube, wir müssen über die Leute reden, die es könnten, irgendwie nicht den Motivation haben. Deine These ist, dass diese Gesellschaft im Moment so organisiert und geprägt ist, dass Menschen in kulturellen Zwiespälten nicht das Gefühl haben, es sei für sie das Richtige, hier wählen zu gehen. Weil sie könnten es ja und sie tun es trotzdem nicht. Wen siehst du, wenn du sagst, es wäre eigentlich besser, wenn die wählen würden, die dies könnten, wen siehst du in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die dann tatsächlich wählen gehen? Ich glaube, es ist so allgemeines Integrationsthema, was wir führen, diese Integrationsdebatten. Also ich weiß nicht, gerade jetzt so vor dem Wahlkampf, wir sehen jetzt auch die 100. Sendung, wo irgendwie auch das Gleiche inhaltlich besprochen wird. Und da geht es dann, kann man sich jetzt auch sehr elegant und sehr gemütlich auf den Zug der Flüchtlinge irgendwie auf denen aufspringen. So. Ich glaube, also ich habe so das Gefühl, es geht irgendwie nur um die Flüchtlinge und wie lösen wir dieses Flüchtlingsproblem. Ja, aber das wird alles irgendwie so unter einen Hut gesteckt. Und das ärgert mich einfach. Weil man manchmal, ich glaube, manchmal ist es einfach auch so ein bisschen, ich glaube, es würde manchmal helfen, wenn man einfach so ein bisschen Verständnis bekommt auch dafür, ohne diese Ausländerkarte zu ziehen. So, ich fühle mich selber gar nicht wohl damit. So, ich bin auch, also mir fehlt es an nichts. Ich habe einen guten, ich fühle mich sehr integriert und so weiter. Aber also ich glaube, man muss einfach dahin gucken, so was. Nicht unbedingt, was kann man besser machen anhand von, wir bieten jetzt dies oder das an, darum geht es gar nicht, sondern einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Verständnis zu bekommen für die Situation, in der man auch einfach steckt. Und das heißt nicht, dass die Gegenseite irgendwie rechts ist oder sowas. So, ja, das ist auch nicht der Punkt. Danke, Christian. Das entlarvt ja eigentlich diesen Appell, den wir vorhin von unserem hochverehrten Herrn Innenminister hier gehört haben, der gesagt hat, die Leute, die auch euer Schicksal mitbestimmen, also eure Lebensverhältnisse hier in diesem Land mitbestimmen, die sollt ihr auch selber auswählen und selber wählen und ihr könnt beeinflussen, wer das macht, das heißt auch, wie das geschieht. Weil wenn man dann Millionen von Leuten, die genauso von den Entscheidungen des Deutschen Bundestages, von den Gesetzen, die da beschlossen werden, betroffen sind, wie die mit der deutschen Staatsbürgerschaft, wenn man die einfach rausnimmt, dann sieht man, es geht ihm gar nicht, es kann ihm gar nicht darum gehen, zu sagen, alle die von den Gesetzen nachher betroffen sind, die sollen auch die aussuchen, die Gesetze diskutieren und dann entscheiden darüber,
weil sonst müsste er ja auch all denen, die davon betroffen sind, eben auch diesen Millionen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, irgendeine Möglichkeit geben, auch damit zu bestimmen. Sonst ist dieses ganze Argument ja, wird im Grunde nicht ernst genommen. Das wird entlarvt dadurch. Und ich habe jetzt gehört, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass in einigen Städten, glaube ich, da werden so Parallelwahlbüros aufgestellt für den Wahltag. Und da können dann solche Leute wie du zum Beispiel wählen. Aber natürlich hat das keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis. Auch das entlarvt eigentlich, worum es eigentlich offenbar denen nur geht. Nämlich diesen Wahlakt zu vollführen und damit eine Legitimation zu schaffen und gar nicht, dass sich da einer Gedanken macht und dann ganz bewusst seine Stimme den oder dem gibt, um auch den Gang der Geschichte oder der Gang der Geschichte hier in Deutschland mitzubestimmen. Also ich finde, das ist, also wir haben da immer gegen gekämpft und haben gesagt, lasst uns wenigstens schon mal auf kommunaler Ebene einführen, das ist nicht gemacht, lasst uns auf Länderebene einführen, ist nicht gemacht und natürlich müsste das auch auf Bundesebene gemacht werden und wenn dann sowas gemacht wird, du hast das ja angedeutet, dass einige mit deutscher Staatsbürgerschaft jetzt sagen, also ich habe jetzt dreimal gewählt, die letzten drei Bundestagswahlen, aber jetzt bist du mal dran, das heißt, ich fülle den Wahlzettel jetzt so aus, wie du es mir sagst und nicht, wie ich es selber will. Auch das würde zeigen, welche tiefe Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit in der Argumentation darin steht. Weil in der Tat sollst du natürlich genauso mitbestimmen, wie es hier läuft, wie ich oder ein anderer, der da zur Wahl geht. Ja, absolut. Und zum Thema Bundesinnenminister. Ich bin jetzt keine Frau der Bühne oder so, ich fühle mich im Hintergrund eher wohl, aber ich fühle mich, glaube ich, wohler, wenn der nicht da hinten gezeigt wird, weil der steht nicht hinter mir. Also das ist, der ist nicht. Ich will mich jetzt auch nicht mit den Argumenten von diesem Bundesinnenminister auseinandersetzen, aber ich will trotzdem, auch wenn ich dafür möglicherweise hier keinen Beifall bekomme, trotzdem sagen, dass das Wahlrecht mit Ausnahme der kommunalen Ebene ein staatsbürgerliches Recht ist. Und dass man zwar auch nach meinem, bin ich voll mit einverstanden, wenn man eine doppelte Staatsbürgerschaft hat und meinetwegen dann auch zweimal wählt, also meinetwegen in Deutschland und in der Türkei, habe ich überall nichts dagegen. Aber die Voraussetzung ist trotzdem, dass man das Staatsbürgerschaftsrecht, wenn eben möglich, anstrebt. Bei dir gibt es ein anderes Hindernis, wo ich gerade noch mal darauf hingewiesen habe. Aber für Kommunalwahlen finde ich auch, sollte man das weit ausdehnen, auch über die EU-Bürger hinaus, bin ich auch der Auffassung. Aber trotzdem muss das Wahlrecht ein Staatsbürgerrecht bleiben. Das kann jeder kommen, woher auch immer. Wenn er denn ein Staatsbürger ist, soll er auch wählen. Ist auch völlig richtig, nur wenn man jetzt bedenkt, das ist völlig richtig, da widerspreche ich Ihnen gar nicht. Ich glaube an der, zwei Sachen noch ganz kurz. Ich glaube, es war damals Schwarz-Rot, die das verhindert haben, dass türkische Staatsbürger die doppelte Staatsbürgerschaft überhaupt erlangen können. Ich glaube, die waren mitverantwortlich dafür, dass es so viele Unterschriften gab, die es mir persönlich verwehrt haben. Nein. Zum einen, also wir haben die doppelte Staatsbürgerschaft nun wirklich in dieser Legislaturperiode auf neue Füße gestellt. Die Union will sich wieder davon verabschieden. Das ist so. Ich rede aber von dieser Zeit, als diese vermeintliche, also als ich hätte wählen können, es gab es auch nie an der Stelle. Ich habe mich nie an irgendeiner Stelle für irgendeine Staatsbürgerschaft entscheiden können. Ich hatte ja immer nur die eine. Ja, das ist so das eine. Weil wenn ich erzähle, okay, ich kann nicht wählen, dann ist so die erste Reaktion erstmal, kann ja gar nicht sein. So, ja. Also verstehe ich irgendwo, aber das meine ich damit. So die Leute, die es gar nicht tangiert, die wissen das auch nicht. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, ja. Und damals, als ich hätte vermeintlich wählen dürfen, konnte ich nicht wählen. Ja. Das gab es gar nicht in der Form. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich habe auch mittlerweile gelernt, dass das Ländersache ist. Ich komme aus Süddeutschland, ja doch, ich glaube schon. Dann gibt es die doppelte Staatsbürgerschaft mittlerweile für meine Landsleute ab Jahrgang 90. Da bin ich halt zu alt für. Frage mich auch an der Stelle, warum genau für die Jüngeren. Also macht für mich an der Stelle auch keinen Sinn. Aber gut, ist auch ein anderes Thema. Und einmal eine andere Sache noch. Nee, sei nicht böse, aber ich habe gerade ein Zeichen gekriegt. Da sind noch mindestens 7 Leute, die was sagen wollen. Das schaffen wir alles gar nicht, weil wir
im Grunde längst über die Zeit sind. Ich wollte nur sagen, benötigt sozusagen. Ja, aber dafür, dass du keine Frau für die Bühne bist, warst du sehr gut auf der Bühne. Danken dir sehr dafür, Thilo. Eigentlich wollten wir eh nur bis 8:30 machen, aber dank des großen Interesses haben wir jetzt verlängert bis 9:00 und wir haben jetzt noch eine Schlange. Ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt jeden einzelnen durchdiskutieren, ihr kommt jetzt alle ran, einer nach dem anderen trägt vor, was er sagen möchte und wir hören uns das an und danach reagieren wir. Kurze Vorstellung, du bist der Erste. Hopp. Und ich hoffe, da sind ein paar Nichtwähler dabei. Ja? Wenn hier ein paar Nichtwähler noch dabei sind, ihr müsst nochmal vorne kommen. Bitte. Also, ich bin Franz, ich bin jetzt nicht direkt Nichtwähler, aber ich habe ein Problem, mich bei einer Partei irgendwie zu identifizieren. Also ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich habe hier jetzt viele schlaue Kommentare schon von Leuten gehört, die alle irgendwie eine Meinung zur Politik haben, aber sich nicht irgendwie oder die kluge Ideen haben und die definitiv in ein Parlament reingehören, meiner Auffassung nach, aber die genau wie ich das Problem haben, dass sie jetzt nicht wissen, soll ich in die Linke gehen oder was weiß ich, oder zur SPD oder zu den Grünen. Also das kann man sich zwar aussuchen, aber es gibt halt Leute, die können sich nicht entscheiden. Und wenn ich jetzt aber ins Parlament möchte oder was verändern möchte und dann denke ich, wenn ich eine realistische Chance haben will, muss ich erst in eine Partei eintreten, dann ist das ein Hindernis. Also das Problem, was ich sehe, ist, dass es zu wenig Chancen gibt für parteilose Menschen, die Politik machen wollen. Und dass dieses ganze Gedöns mit den Landeslisten und so, dann wird man von der Partei entsendet dahin und ist dann letztendlich im Auftrag der Partei. Aber es heißt ja im Grundgesetz Artikel 38, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind an keinerlei Aufträge und Weisungen gebunden. Und ich glaube nicht, wenn ich mir angucke, dass, weiß nicht, in der Fraktion dann alle gleich abstimmen oder so, ich glaube, das wird ehrlich gesagt mit Füßen getreten. Und da muss man ansetzen, also parteilose Politik zu fördern und anstatt irgendwie immer das in den Parteistrukturen zu belassen. Danke. Hast du alle durchmachen? Oder? Erstmal ein paar durchhören, ja. Hi, ich bin Nick. Danke, dass ich jetzt nochmal sprechen kann. Und zwar, mein Grund, warum ich zum Beispiel nicht wählen gehe, ist der, dass ich Politik im Prinzip gar nicht mehr unterscheiden kann. Also bestes Beispiel ist, wir hatten, sagen wir jetzt mal, in den Vereinigten Staaten war George Bush an der Macht, danach kam Obama. Und das Einzige, was wirklich, glaube ich, haften geblieben ist bei den Leuten, ich meine, sind ja grundsätzlich unterschiedliche Menschen. Der eine ist hellhäutig, der andere ist dunkelhäutig, der andere ist klein, der andere ist groß. Der eine hat Charisma, der andere ist George Bush. Also hat es eigentlich nicht. Und trotzdem ist tatsächlich nur backen geblieben eine Krankenversicherung, die auch nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Die Kriege wurden weitergeführt von einem Friedensnobelpreisträger, was mich schon sehr schockiert. Hier in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Ich finde, was CDU und SPD-Politik betrifft, war für mich keine große Veränderung zu spüren. Denn vorher oder nachher. Also ich glaube, dieses, was man der Agenda 2010 zum Beispiel nachsagt, weniger Geld am Ende des Monats überzuhaben, ist, glaube ich, jetzt nicht seit CDU-Regierung, seit den letzten 12 Jahren irgendwie, hat sich doch nicht verändert, oder? Also ich habe kann natürlich auch eine total falsche Wahrnehmung haben, auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da nichts tut. Und gebe, glaube ich, noch so viele Argumente, die mir persönlich jetzt ehrlich gesagt einfallen würden, die den Rahmen aber sprengen. Das Hauptargument ist für mich tatsächlich, dass es schwierig ist, überhaupt eine andere Politik durchzusetzen. Bestes Beispiel ist Griechenland. Gibt es eine linke Regierung, die es machen möchte? Hat sie eine Chance? Also wir sehen das doch. Wie lange sollen das noch so gehen? Das ist die Frage, die ich mir zum Beispiel bei sowas ehrlich gesagt stelle, weil mich betrifft das überhaupt nicht, ich lebe nicht in Griechenland. Ach, ich finde es echt zum Kotzen. Ich finde es wirklich zum Kotzen. Ich finde das in Griechenland zum Kotzen, ich finde das mit den Kriegen genannt zum Kotzen. Ich finde diese Massentierhaltung auf diese Art und Weise zum Kotzen. Ich finde es zum Kotzen, dass man den gesamten Regenwald rodet für Tierfutter. Das sind alles Sachen. Wer soll denn das lösen? Die Linke wird das nicht, also wenn die Linke das machen könnte, Beispiel, ich möchte da niemanden die Hoffnung nehmen oder sowas, aber dann guckt nach Griechenland, überzeugt euch bitte, hat das was gebracht oder nicht? Dankeschön. Okay, Botschaft angekommen, danke. Noch einen? Ja, die Dame. Der Nächste, die Dame. Bitte. Die Dame. Du bist dran, ja komm, trau dich. Ja. Ja.
Er war letzte Woche schon da. Also ja. Erstmal die. Ja, ja. Ist okay? Ja. Hi, ich bin Amy. Ich wollte nochmal auf so ein paar Dinge eingehen, die vorhin, finde ich, nicht ordentlich ausdiskutiert worden sind. Ist jetzt, naja, leider schon ein bisschen außerhalb der Diskussion. Ich finde es traurig, unmöglich, schade und eigentlich wirklich nicht vertretbar, wie wenig sich Politiker, und da hat sich relativ sozusagen so auch die Position, die du bezogen hast, dafür präsentiert, sich wirklich um diesen Nichtwähleranteil kümmern. Also es kann doch eigentlich nicht sein, dass man dieser Message, die es bedeutet, nicht zur Wahl zu gehen oder sich zu verweigern, eigentlich nur entgegnet, naja, es gibt doch irgendwie so ein paar Optionen, wählt doch die, die am besten passt oder die so ein bisschen irgendwie ungefähr mal eurer Meinung sind. Das ist die Absage an Ideen, an Ideale, an Utopien, an irgendwelche Glaubwürdigkeit, die wirklich uns vergewissert. Gut, ich wollte es jetzt auch nicht total darauf beziehen, aber was auf jeden Fall bei dir vorher kam, war dieses, man kann sich ja nicht irgendwie sozusagen, man kann nicht erwarten, dass es immer in so einem System immer das gibt, was man exakt möchte. Darum geht es uns, glaube ich, ja auch allen nicht. Wir wollen nicht, dass exakt unsere Meinung wiedergespiegelt wird. Aber wenn man sieht, dass einem nahegelegt wird, dass das vielleicht nicht das Beste oder das geringste Übel zu wählen, dann ist das eine absolut traurige Absage daran, dass wir eigentlich was Besseres könnten und dass wir uns hier als Politiker und auch als Zivilgesellschaft hinstellen müssten und immer den Idealen nachgehen sollten und nicht so ein bisschen gucken, naja, was irgendwie die Situation am wenigsten schlimm macht. Und man kann sich auch nicht hinstellen und das nicht als ein Zeichen nehmen, wenn man sich mal die Tortengrafik anschauen würde mit der Anzahl der nicht wählt oder nicht abgegebenen Stimmen. Wir hatten ja 27%. Das ist ja fast eine halbe Koalition oder so, fast eine Regierung irgendwie. Also das ist genauso viel, wie die SPD bekommt. Mehr. Natürlich mehr. Nicht nein, einheitlich. Es wäre mehr, als die Unionsfraktion zusammen hat. Ja, wenn genau, also wenn dann relativiert wieder geringer werden würden. Also statt 30 wären wir bei 20, statt 20 bei 10 und sowas. Es wäre, die Nichtwähler wären die größte Fraktion. Genau. Punkt. Das muss einen schockieren, das müsste hier eine Welle irgendwie geben. Also naja, schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich. Ich würde irgendwie mir wünschen, ich finde, du hast das eigentlich ganz, also recht gut verstanden, glaube ich, wenn vielleicht was mitgenommen wird aus diesem Forum, und zwar, das kann man nicht weiter hinnehmen und das muss einen Diskurs geben in der Politik selbst. Und wenn man nicht weiß, was man machen soll, weil, also irgendwie ist es hiervon auch sozusagen, die Nichtwähler sagen mir nicht, wo ich hingehen soll, was wir dann besser machen sollen. Das sagen die Wähler aber auch nicht. Die geben nämlich nicht einmal nur ein Ja, finde ich gut, was ihr macht, weil sie ja nur das wählen oder oft nur das wählen, was das geringste Übel ist. Das ist immer noch keine Richtungsweise und dafür brauchen wir konkretere Maßnahmen, wo die Menschen ihre Meinung abgeben, ihre Ideen einbringen, und da haben wir, glaube ich, genug davon. Dankeschön. Hallo, ich wollte eigentlich erst vorher was ansprechen und habe mir gedacht, okay, was anderes, aber ich glaube, das greift einander über und die Frage ist natürlich auch, inwiefern wir hier repräsentativ sind für die Mehrheit. Also als Aspekt, warum man nicht will, ist, fehlt mir eigentlich noch ein bisschen der Wutbürger von rechts, aber der wird hier nicht in die Runde kommen, also auch Diskurs theoretisch, weil ich mir auch denke, wir sind hier auch in der Blase irgendwie drin. Deswegen das die Frage, darauf wollte ich aber nicht hinaus, vielleicht kommt er noch, ich glaube es nicht. Wird nicht passieren. Aber ansonsten ist ein Problem, was ich oft genug habe und wo ich mir auch denke, das ist, ich repräsentiere da doch irgendwie genügend Leute in diesem Land, dass sie sagen, okay, diese politische Korrektheit oder die PC, die finde ich irgendwie kacke. Also was ein Grund sein könnte. Das ist aber normalerweise der Wutbürger von rechts, der die politische Korrektheit ablehnt. Ja, da greift es dann doch ineinander über, ne? Ich tue mich auch manchmal schwer mit der politischen Korrektheit. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben in mein kleines Buch. Die Formulierung hatte ich vorher so noch nie gehört, und zwar vorsichtig formuliert mutig oder sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt kommt vorsichtig formuliert und dann was Negatives. Also man kann das schon immer so, also ich glaube, es geht genügend Leuten so, dass die politische Kommunikation so verklausuliert ist mit so vielen Formulierungen, dass die eigentliche Aussage dann irgendwie verloren geht, ne? Und dass man das nur mal irgendwie reflektiert und sie fragt, wo kommt das her? Und ich meine, ich habe es vorher auch irgendwie so wahrgenommen, okay, die Basisdemokratie und die Volksabstimmung, wo es dann hieß, okay, das sollte ja irgendwie, es gibt Leute, die sind nicht so gebildet und vielleicht wird das dann ein Elitenprojekt, wo ich mir gedacht habe, okay, das war für mich ein Erlebnis in diesem Leben,
dass ich im Vereinsstüberl saß, vom Fußballverein damals. Und dann ging es halt immer los, so nach 10 halbe Bier und 13 Obstler. Ich glaube, ich sage jetzt nicht, wo ich herkomme ursprünglich. Man ahnt es. Ich muss das nicht dazu sagen, aber da ging es dann los bei uns im Dorf, dass man dann angefangen hat zu politisieren und gesagt hat, übrigens, Hitler, Punkt, Punkt, Punkt. Und da habe ich mir gedacht, okay, diese Leute, die sind wirklich sehr ungebildet, die wissen nicht viel über Politik, aber bilden sich noch ein, sie wissen was. Und das ist das Problem für jeden Politiker auch nochmal. Also das sind für mich Idioten, ne? Das sind jetzt nicht irgendwie so, die sind ein bisschen ungebildet, sondern da würde ich auch sagen wollen, okay, das sind jetzt für mich Deppen, dass das klar wird, dass es zum Beispiel eine Riesengefahr ist, wenn diese Leute irgendwie abstimmen dürfen über eine Sache, die eigentlich total komplex ist. Und jeder Politiker weiß das auch, dass der Informationsstand für jeden Politiker ein ganz anderer ist, als für denjenigen, der im Vereinsstüberl sitzt und dann besoffen 5 Minuten über Politik redet. Jetzt habe ich doch irgendwie alles reingepackt. Ja, pass mal auf. Bist du nicht Bürger, nicht Wähler? Bist du nicht? Nein, nicht Wähler. Ja, bist du nicht Wähler? Natürlich wähle ich. Gut, danke schön. Wir versuchen ja noch unsere kleine Reihe da fertig zu bekommen. So. Bist du ein Nichtwähler? Ich bin ein Wähler. Ich bin mit dem Interesse hergekommen, ich versuche ganz kurz zu machen, Antworten darauf zu kriegen, ob es einen rational guten Grund gibt, nicht zu wählen. Es gab unglaublich viele Punkte, da bin ich immer wieder zusammengeschreckt. Ein Punkt aus meiner Sicht wurde gar nicht angesprochen, und zwar das Bewusste zur Wahl gehen und seinen Wahlzettel ungültig machen, weil diese Aktion ist eine bewusste politische Handlung, die ausgezählt wird, machen wir mal utopisch, 15%, die ihre Stimme ungültig machen, sagen, keine Partei ist dabei, die irgendwas mir anbietet, womit ich mich arrangieren kann. Damit würde ich die Parteien und alle in die Pflicht nehmen, sich zu überarbeiten. Das ist der Unterschied zu dem gar nicht wählen gehen, wo man sagen kann, okay, da ist eventuell Desinteresse da. Also die Argumentation der Politik wäre wesentlich schlechter. Als nur eine Utopie, damit gleich fertig, das zu erweitern, was man in Demokratieerweiterung machen könnte, würde ich mir zum Beispiel vorstellen, dass auch diese Gruppe der bewussten Ungültigmacher, wenn sie die 5%-Hürde schaffen würden, in den Bundestag einziehen würden und die Plätze einfach leer bleiben würden. Die Plätze bleiben leer. Das heißt, es werden immer weniger Politiker, die die gleiche Arbeit machen müssen, wenn immer mehr Wähler da sind, die sich bewusst dafür entscheiden, keine bestimmte Partei zu wählen. Ja, aber wer sitzt dann für die im Bundestag? Die Luft. Die Plätze bleiben leer. Was hältst du denn von der Partei? Die ist ja auch gegründet worden, um die Nichtwähler jeweils zum Wählen zu bringen, einer satirischen Partei. Ich habe zwei Präferenzen, das ist die Partei, die Linke. Das eine ist die Option, möchte ich in dem System, was wir jetzt haben, bleiben, das ist die Linke. Das andere ist die Partei, möchte ich das System komplett erstmal über Bord werfen, das wäre die Partei. Das ist so ein Kampf, der ich mir gerade kenne. Du schwankst noch. Nein, ich weiß, was ich wähle, okay. Diesmal, aber wir können auch ein bisschen länger. Ich habe noch ein paar Wahlen Zeit. Dankeschön. So, danke. Ja, dann auch nochmal guten Tag von mir. Wer bist du? Ich bin Maurice, 21 Jahre alt. Ich würde gern auf Herrn de Maizière nochmal eingehen. Er meinte ja, es gibt keinen Grund, nicht zu wählen. Und da muss ich aber sagen, es wäre schön, wenn die Parteien aber wenigstens einen Wahlkampf machen würden, der darauf ausgelegt ist, dass genügend Menschen wählen gehen, weil das tun sie nicht. Ich persönlich werde wählen gehen. Ich werde die Satirepartei, die Partei wählen. Nicht, weil ich irgendwie politisch ungebildet bin, sondern weil ich einfach der Wut, die ich auf die Politik habe, nur mit Humor entgegnen kann. Ich möchte nur ein Wahlplakat mal ansprechen, das hatten wir heute noch nicht. Wenn man sich die Wahlplakate der Parteien ansieht, dann merkt man, da ist absolut keine Idee dahinter, keine Innovation. Wir sehen Angela Merkel, wie sie sagt, für ein Deutschland, in dem wir gerne leben. Die Aussage ist so inhaltslos wie ihr Blick auf dem Plakat, genauso wie vor 4 Jahren im gemeinsamen Reich, absolut keine Aussage. Dann steht Herr Schulz daneben, wo steht für mehr Gerechtigkeit, wo ich dachte, oh, jetzt hat er mich. Aber da war aber auch genauso absolut kein Inhalt. Und man muss auch mal sagen, Herr Schulz hat beim Kanzlerduell gezeigt, dass er nur Nummer 2 werden kann. Also das war kein Duell, das war, ich habe es mal gesagt, als Ehekrieg eher. Also das war 2 Menschen, die sich irgendwie lieben, aber manchmal bei bestimmten Themen nicht so ganz einer Meinung sind, aber die Frau hat die Hosen an in der Beziehung. Dann haben wir, naja, aber so muss man es ja in dem Moment eigentlich beschreiben, weil sonst hätte ja Schulz jetzt nicht nach einem zweiten TV-Duell gefragt. Also er hat im Prinzip damit eingestanden, dass er das erste nicht ganz gut gemacht hat.
Die Linke wie... Naja, vielleicht waren auch ein paar Moderatoren da, die also die Themen schon etwas unterschiedlich also, gewichtet haben. Moment, aber... Aber wenn man sagt, die Moderatoren sind jetzt schuld, ich glaube, Herr Schulz müsste als Spitzenkandidat das Know-how und das Niveau haben, dass er dem entgegnen kann. Und das hat er ja leider nicht. Kurz noch, da ich die AfD nicht will, ich glaube, das ist klar, ich glaube, wir sind alle kluge Menschen. Die Linken, wie vorhin gesagt, die haben nicht so ganz so ein richtiges Ziel, habe ich das Gefühl, mit wem sie überhaupt was machen würden. Deswegen will ich die auch nicht. Und die Grünen, da möchte ich noch zu sagen, der Wahlkampf der Grünen ist völlig an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was ich gesehen habe, waren Wahlplakate. Und das ist ja pinke Farbe auf grünem Grund. Und zuerst, als ich das gesehen habe, dachte, oder was? Naja, ich bin dran vorbeigefahren, dachte, ach, guck mal, ein Plakat von den Grünen und jemand hat es sabotiert. Und dachte ich, das ist ja wirklich von den Grünen gemacht. Da dachte ich, wie kann man denn, also ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt irgendwie komplett stilvoll ist, aber wie kann man denn so ein hässliches Wahlplakat machen? Ja, das geht also einfach nicht. Und ja, das war es dann echt von mir. Dankeschön. Hallo, ich bin der Dennis und ich bin mir noch unschlüssig, ob ich wählen gehe oder nicht. Und ich habe dafür auch einen Grund und ich dachte, den könnte ich jetzt mal nennen und vielleicht kriege ich ja da ein bisschen Feedback. Und zwar würde ich auf keinen Fall eine der größeren etablierten Parteien wählen, weil ich mit deren Programmen einfach überhaupt nicht d'accord gehe und mir das eigentlich widerstrebt, dafür meine Stimme herzugeben und denen meine Legitimation zu erteilen. Allerdings gibt es die ein oder andere etwas kleinere Partei, beispielsweise die Partei und auch noch eine andere, die Deutsche Mitte in dem Fall. Und jetzt hätte ich aber das Problem, dass ich nicht abschätzen kann, inwiefern die 5%-Hürde überspringen könnten. Und für den Fall, dass sie nicht die 5%-Hürde überspringen, wäre das Einzige, was meine Stimme damit getan hätte, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und dadurch der Politik insgesamt die Legitimation durch die Bevölkerung zu geben, weiterhin für das Volk Politik zu machen, weil die Wahlbeteiligung ist ja hoch. Und das wäre mein Grund, nicht zur Wahl zu gehen. Danke. Ja. Danke, Hennes. Ich bin Per. Nicht-Wähler? Was? Nicht-Wähler? Nein, eher nicht so. Weil Nicht-Wählen sorgt halt für diverse Leute, die da ich nicht unbedingt im Parlament haben möchte. Mein Problem ist einfach... Das ist übrigens der Punkt. Das heißt ja immer, wenn man nicht wählen geht, das stärkt die AfD. Es gibt Studien, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, stärkt das die CDU. Das ist auch immer... Das vergessen wir immer viele. Ja. Und genau da möchten so oder so. Ja. Und genau da setze ich an. Ich bin der Meinung, die Politiker müssten persönlich in Haftung genommen werden für ihr Verhalten. Also, dass sie sich nicht bloß politisch rechtfertigen sollen, sondern rechtlich dafür rechtfertigen sollen, wenn sie zum Beispiel Waffen verkaufen, wenn sie irgendwie Krieg machen oder was auch immer. Denn das Problem ist, was wir haben, warum die Politiker keinerlei Glaubwürdigkeit mehr haben, ist, sie versprechen dir heute das und morgen machen sie was anderes. Sie sagen, ich wusste ja nicht, was die Leute wollten. Gut, dann mache ich halt Lobbyarbeit, dann verkaufe ich halt irgendwie meine Stimme an die, weil da kriege ich schon das fertige Programm. Weißt du was, das reicht mir jetzt. Ich habe noch nie meine Stimme verkauft und ich habe mich auch noch nie kaufen lassen. Ich sage Ihnen, okay. Es mag vielleicht so sein, dass Sie das nicht machen, aber das ist das Bild quasi, was nach außen getragen wird. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Ihr nehmt irgendein Bild... Und ihr verstärkt es unbesehen und tragt es einfach fort und nehmt es als Rechtfertigung dafür, keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Das ist doch wirklich am Arsch. Aber wie groß sind dann die Parteispenden an die SPD? Wie groß sind dann die Parteispenden an die SPD? Ich zum Beispiel, persönlich. Ja doch, ich zum Beispiel spende an die SPD im Jahr mehr als 10.000 Euro. Und das machen viele Abgeordnete, das kann man ja nachlesen, das ist ja alles veröffentlicht. Und die allermeisten Parteispenden, die die SPD bekommt, kommen genau aus diesen Quellen. Die SPD hat fast überhaupt keine Parteispenden über 50.000 Euro, das sind die Großspenden. Kann man alles nachlesen, gibt es kostenfrei als Bundestagsdrucksache, ist auch im Internet nachzulesen, ist ganz einfach. 100.000 Nicht, dass ich wüsste.
Ja, es kann ja sein, dass andere Personen diesem Bild entsprechen. Aber darf man das dann so verallgemeinern und sagen, die Politik, sag ich denn, die Nichtwähler sind alle bekloppt, habe ich noch nicht gesagt. Du bist noch dran. Ja. Das Problem ist doch aber, wenn man den Bürgern nicht das Gefühl gibt, dass man in irgendeiner Weise einen Einfluss hat, zum Beispiel durch direkte Demokratie, sondern die Politiker einfach machen können, was sie wollen. Ich habe sie einmal gewählt oder auch nicht, aber die machen dann, was sie wollen und auf mich hat das überhaupt keine, also ich habe überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten dafür. Ich kann sie das nächste Mal nicht wählen, dann gehe ich nicht zur Wahl, gut, dann habe ich wieder die große Koalition. Haben wir irgendwie jetzt seit 20 Jahren, 24 Jahre, also große Koalitionen jetzt nicht unbedingt, aber wir hatten vorher Rot-Grün. Also ich sehe an der Politik eigentlich immer nur, dass es immer weiter nach unten geht, die Schere geht weiter hoch, also geht weiter auseinander und die Rechtfertigung dafür wird irgendwie, bleibt irgendwie außen vor. Und ich weiß nicht, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass Politik für mich gemacht wird, sondern eigentlich nur für diejenigen, die viel verdienen. Und wenn ich mir das Rentenganze, die ganze Rentennummer zum Beispiel angucke, haben das Leute entschieden, die davon nicht betroffen sind. Also wieder mal Politik über andere, nicht für andere. Und wenn man dafür eine Rechtfertigung, also eine persönliche Haftung einführen würde, wäre das eben nicht so einfach, weil die Leute dann eben auch dafür Verantwortung übernehmen müssten. Persönliche Haftung kann man immer nur für etwas übernehmen, wo man in der Tat, ich sag mal, einen strafrechtlichen Tatbestand oder mindestens eine Ordnungswidrigkeit, die man auch nach normalen Gesetzen ahnden kann. Es können auch Abgeordnete nicht unter ein Sonderstrafrecht fallen. Das muss auch mal klar sein. Ja, okay. Aber man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Leute dann nicht mehr gewählt werden können. Ja, genau. Dann muss man in der Tat aber sein Wahlrecht ausüben, um das zu verhindern. Aber ich habe keine Möglichkeit, jemanden direkt nicht zu wählen, weil der sitzt dann auf einer Parteiliste und dann kommt die Person trotzdem wieder rein. Ich kann nicht sagen, ich möchte genau diese Person nicht nochmal im Parlament haben, weil diese Person zum Beispiel für einen Kriegseinsatz gestimmt hat. Dann musst du ganz klar sagen, diese Parteiliste kann ich nicht wählen, dann bin ich jedenfalls nicht dafür verantwortlich, wenn diese Partei mit dieser Person wieder in das Parlament einzieht. Eine andere Möglichkeit hast du nicht, das ist richtig. Danke, last call. Hallo, ich bin Stefan. Würde jetzt sagen, aktueller Stand ist potenzieller Nichtwähler. Und ich hätte zwei moralische Fragen. Zum einen, die erste schließt daran an, was Thilo von uns genannt hatte. Und zwar wird ja allgemein postuliert, wenn man nicht wählen geht, dann stärkt man sozusagen rechte Kräfte oder beziehungsweise aktuellen Diskussionen, dann stärkt man die AfD. Und meines Wissens nach zumindest gibt es jetzt keine größeren Studien dazu, ob das jetzt wirklich das sozusagen stärkt, beziehungsweise natürlich gibt es jetzt gerade die Korrelation, die Wahlbeteiligung sinkt und die rechten Kräfte werden stärker. Aber die Frage ist natürlich, ob das unterschwellig in der kompletten Bevölkerung vorhanden ist, also auch unter den Nichtwählern etwa in gleichem sozusagen Anteil. Also wäre auch für mich die Frage sozusagen, wenn mehr wählen gehen, wird das vielleicht auch, also jetzt CDU ist ja zumindest schon im Parteienspektrum mehr rechts verordnet, ob das dann auch andere rechte Kräfte vielleicht eher sogar noch stärken könnte. Und die zweite moralische Frage bezieht sich auch auf die Partei. Die machen ja dann so einen Wahlkampf mit Schlagwörtern wie Nichtwähler wählen die Partei. Und da wäre jetzt meine moralische Frage, ist es okay, wenn ich dann die Partei wähle, weil ich genau diesen einen Schlagpunkt sozusagen da unterstütze? Also, danke, Stefan. Darf ich vielleicht direkt darauf antworten? Also wenn man eine demokratische Partei wählt, die dann anschließend auch die 5%-Hürde übersteigt, dann stärkt man jedenfalls tendenziell die demokratischen Kräfte gegen die undemokratischen Kräfte. Wenn man eine auch zweifellos demokratische Partei wählt, die aber aller Voraussicht nach hinterher bei den sonstigen subsumiert wird, hat man jedenfalls für die Stärkung der demokratischen Kräfte nichts getan und folgedessen auch nicht die undemokratischen Kräfte geschwächt. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, weil wie soll eine Partei, wenn man nach dem Motto handelt, immer nur die dann tatsächlich auch im Parlament sind zu wählen, wie soll eine Partei, die vielleicht gute neue Ideen hat, hochkommen, wenn man nach dem Motto, ich wähle nur die, die eh schon drin sind. Also, nein, das sage ich ja nicht, dass man das muss. Ich habe doch nur die Folgen dargelegt, rechnerisch sozusagen. Ich habe nur rechnerisch die Folgen dargelegt. Das weiß ich doch nicht vorher.
welche von den 40 Parteien die 5%-Hürde schaffen. Also da muss man schon sagen, man sollte die Partei, die Politik und auch die Personen wählen, von denen man überzeugt ist. Das ist egal, in welcher, ob die jetzt eine Chance haben oder ob die vielleicht jetzt von 2 auf 4% kommen und vielleicht dann irgendwann mal reinkommen. Sonst wäre das ja ausgeschlossen. Das kann ja nun auf jeden Fall nicht wahr sein. Wir sind noch nicht in der Schlussrunde. Thilo möchte noch ein kurzes Video einspielen und dann, ja, ich weiß, ihr müsst weg und wir sind gleich durch. Geht schnell. Ausnahmsweise. Wir hatten ja viele Videos eigentlich vorbereitet, weil wir dachten, wer weiß, was hier rauskommt, aber ich bin ja ganz begeistert von der ganzen Runde. Wir hören uns aber trotzdem jetzt, weil wir wahrscheinlich alle der englischen Sprache mächtig sind, einen ganz besonderen Menschen an, der leider schon tot ist, George Carlin. Und der ist ein überzeugter Nichtwähler und der bringt jetzt ein Argument, was wir uns mal anhören sollten und das würde ich gerne als für unsere Schlussrunde haben, was ihr davon haltet. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah. Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here, like the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks. Fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall. Scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. So I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck 'em. Fuck 'em. I don't vote. Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every 4 years doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around, I know. They say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest, incompetent people, and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, who did not vote, who, in fact, did not even leave the House on election day, I'm in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as I want about the mess you created that I had nothing to do with. Die Abschlussfrage ist, ist eigentlich der Spruch falsch? Also, wer nicht wählen geht, braucht auch nicht meckern. Muss der Spruch eigentlich heißen, wer nicht wählen geht, darf als einziger meckern, weil er nicht dafür keine Schuld an dem hat, was gewählt wurde? Der Spruch ist blöde und falsch. Natürlich, ich habe ja vorhin schon versucht zu erklären, dass es auch ganz rationale Gründe gibt, auch politische Gründe gibt, nicht zu wählen. Und deshalb zu sagen, man darf deshalb das System oder die Parteien oder einzelne Parteien oder die Aufträge nicht kritisieren oder auch ablehnen und vielleicht sogar das Gegenteil sagen, hat Frau Merkel auch gut gemacht, wie zum Beispiel die Flüchtlingsentscheidung 2015. Natürlich darf das auch Nichtwähler, auch wenn er sie nicht gewählt hat, weil er nicht gewählt hat. Also das sehe ich überhaupt nicht. Aber ich wollte zu der langen Reihe noch was sagen.
Also ich fange mal an ganz am Anfang. Ich finde, dass auch dieses Parteienmonopol hier in unserer Art der Demokratie falsch. Wir müssen Wege finden, dass auch andere Gruppierungen sich zur Wahl stellen können, ohne eine Partei zu gründen, mit allem, was da im Einzelnen dazugehört. Wie das in den USA ja fast ist, da sind selbst die großen Parteien, also die dann immer wieder in den Kongress einziehen, sind ja in den Zwischenräumen zwischen den Wahlen fast nicht wahrnehmbar, spielen da fast keine Rolle. Und nur dann zu den Wahlen stellen die dann ihre Kandidaten auf. Also ich finde, da muss man Wege finden. Wir Grünen, und da, das ist wirklich positiv zu werden, der eine, der gesagt hat, er möchte da was machen, aber nicht in der Partei, kann ich voll verstehen. Ich habe das auch lange abgelehnt. Der kann zum Beispiel zu den Grünen kommen, da muss man nicht Mitglied sein, kann auch kandidieren. Wir haben jetzt sogar ins Europäische Parlament Personen gewählt, die nie Mitglied der Partei gewesen sind und da auch nie lange aktiv gewesen sind. Das geht, das kann man machen. Und das sollte man viel mehr auch ausbauen, dass Leute, die spontan sagen, jetzt will ich mal eine bestimmte Zeit meines Lebens mich da engagieren und möchte auch irgendwie in ein Parlament kommen und da mit diskutieren und mitentscheiden. Das muss möglich gemacht werden. Es muss andere Wege geben, auch ins Parlament reinzukommen. Und der zweite Punkt, zu dem ich was sagen will, da bin ich voll der Meinung, die hier vertreten worden ist. Ich ziehe nur nicht den Schluss draus, hatte er ja aber auch nicht, dass ich nicht wähle. Der ist der, dass mir auch in dem Wahlkampf, also ich leide auch unter den Wahlplakaten, muss ich sagen. Also wenn die bei mir in der Straße hängen und ich denke, so jung war Frau Merkel noch nie. Ne? Oder auch andere, die ich kenne aus dem Bundestag, die da manchmal neben mir sitzen, denke ich, na, wie ist das? Aha, die da auf dem Plakat ist, weil sie 40 Jahre jünger geworden ist oder 20. Ne? Oder auch die Slogans, die sind wirklich zum Abgewöhnen. Aber das kritisiere ich auch alles. Und das Entscheidende ist für mich aber, was, glaube ich, der dritte Diskutant hier gesagt hat, der in der Reihe gewesen ist, dass es keine Zukunftsentwürfe gibt, an denen man sich orientiert. Also der Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Das ist eine ganz gemeine und böse Aussage, weil ohne eine Vision kann man überhaupt keine richtige Politik machen. Das ist ein Rumbasteln und so sind auch manche Fernsehdiskussionen, die ich jetzt auch immer wieder genieße und mich dabei halten muss, dass ich nicht abschalte, dass um irgendwelche einzelnen Geschichten, wo man sagt, hängt da das Schicksal des ganzen Landes von ab, dass jetzt das so oder so gemacht wird, das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Visionen, wo man sagt, da möchte ich hin und jetzt habe ich für diesen Weg, mache ich mich stark und da haben wir diese und diese Zwischenschritte. Das ist völlig weg. Auch die SPD, muss ich sagen, hat, ich habe ja nicht nur das Vergnügen, bei den Grünen zu sein, ich war früher mal auch bei der SPD 5 Jahre, also auch die SPD hat das völlig verloren, die Vision, wo, in welchem Land möchten wir, wenn wir es zu sagen hätten und wenn wir das möglich machen könnten, in welchem Land leben wir dann, was anders, besser ist und auch was in der Welt eine bessere Politik macht, eben auch eine Friedenspolitik. Sowas sich auszumalen und dann zu sagen, mit welchen Schritten kommen wir dahin, das fehlt. Das fehlt überall und deshalb ist so eine Begeisterung der Leute, die jetzt überlegen, ob sie zur Wahl gehen und so, sehr, sehr schwer zu schaffen, weil für was sollen die sich da im Einzelnen begeistern? Da fehlt mir in der ganzen Skala, die da immer von den Parteien runtergebetet wird, fehlen mir die Punkte. Und da müssen wir uns alle, die wir in den Parteien Politik machen und auch im Bundestag, an den Kopf fassen und sagen, was kann man da ändern und was kann man wirklich auch tun für die Glaubwürdigkeit, weil dieser Statistik entnehme ich auch, die wir da gesehen haben, dass das eines der zentralen Punkte ist, dass man nicht glaubt, dass man mit seiner Stimme was bewegen kann, weil die doch nicht das machen, was sie sagen.
Naja, Christian, jetzt hast du gesagt, wir brauchen Visionen und natürlich brauchen wir Visionen, aber gerade eben wolltest du eine Volksabstimmung über den Diesel machen. Also das ist dann doch ziemliches Klein-Klein, um es mal so zu sagen. Über die Vision stimmen wir nicht ab. Nee, über die Vision stimmen wir nicht ab. Die müssen wir uns gemeinsam und gesellschaftlich erarbeiten, auch in den Parteien und über die Parteien hinaus. Und gleichwohl werden wir irgendwie die Demokratie organisieren müssen. Und übrigens das Beispiel, was du genannt hast von den Vereinigten Staaten, dass die Parteien da sozusagen nur als Wahlvereine immer auftauchen und sonst keine Rolle spielen, das finde ich kein positives Beispiel. Und auch da, was wir da gerade gesehen haben, also in den Vereinigten Staaten ist es so, dass man wirklich keinen freien Zugang zum Mandat hat, weil man nämlich, wenn man so als Abgeordneter kandidieren will, muss man mehrere Millionen Dollar sammeln, damit man überhaupt die ganze Werbekampagne bezahlen kann. Das führt unter anderem dazu, dass wir wirklich keinen Querschnitt der Bevölkerung haben, dass wir auch sehr viel weniger Frauen haben, weil Frauen viel weniger Unternehmensspenden bekommen als Männer. Das hat ganz klare Folgen. Und es gibt wirklich nach meinem Dafürhalten keinen freien Zugang zum Mandat. Für Präsidenten kostet ja hunderte von Millionen die Kampagne, aber auch für einen normalen Kongressabgeordneten, der braucht unter 5 Millionen Dollar erst gar nicht anzutreten. Und die 5 Millionen Dollar muss er sich irgendwo zusammensammeln. Und das führt natürlich zu Abhängigkeiten. So, jetzt haben wir Parteien. Ich zum Beispiel gebe was von dem Geld, was ich ja auch ohne Probleme kann, was ich als Abgeordneter habe, für meinen Wahlkampf aus. Ich bekomme auch was von meiner Partei. Mein ganzer Wahlkampf vor Ort kostet etwa 40.000 Euro. Das ist schon viel Geld, aber das ist weit entfernt von 5 Millionen und macht mich natürlich nicht abhängig von irgendjemand. Insofern ist sowas wie Parteienfinanzierung, die bei uns rechtlich geregelt ist und überprüft wird, dass es Parteispendenskandale gibt, liegt ja daran, dass es immer wieder aufliegt, wenn es eben nicht gut läuft, ja, diese sogenannten Skandale sind ja das Brechen des Parteienrechts. Also eigentlich haben wir gute Kontrollen und jedenfalls viel demokratischer organisiert mit anderen Ergebnissen, auch mit einer anderen Auswahl von Abgeordneten als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, um das nochmal klar zu machen. Und es gibt auch durchaus, naja gut, man kann sich überlegen, ob man einem Abgeordneten, der irgendwo 5 Millionen sammeln muss, damit er überhaupt kandidieren kann, eine größere Unabhängigkeit zutraut, als jemandem, der für seinen Wahlkampf 40.000 Euro ausgibt und davon einen Teil von seiner eigenen Partei bekommt und einen anderen Teil selber finanziert. Wo ist denn wohl die größere Unabhängigkeit zu Hause? Bitte, kurz drüber nachdenken. Also ich glaube nicht, dass es in den USA einen echten freien Zugang zum Mandat noch gibt. Deswegen wundert mich auch nicht, dass einer da in dem Video so voller Zorn ausspuckt. Wenn man sich die amerikanische Politik anguckt, ist das nicht besonders verwunderlich, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube in der Tat, wir haben heute hier ja nun ganz viele erlebt, die zwar noch zweifeln, ob sie wählen sollen, aber so richtig vollkommen festgelegte Nichtwähler haben wir hier auch noch wenig angetroffen. Ich glaube in der Tat, ja, dass das Nichtwählen ein Signal selbstverständlich an die Politikerinnen und Politiker ist, ja. Wobei aber auch dieses Signal ja wieder kein ganz klares Signal ist. Denn weiß ich, ob von diesen 30 Prozentpunkten, die nicht zur Wahl gegangen sind, vielleicht 10 Prozentpunkte einfach irgendwie keine Lust hatten und damit gar keine Aussage machen wollten? Oder ob vielleicht sogar 20 Prozentpunkte einfach keine Lust hatten und dass 10 Prozentpunkte der Nichtwähler dann tatsächlich eine echte politische Aussage damit treffen wollten. Woher soll ich das denn wissen? Könnt ihr auch nicht sicher sein, ob das jetzt... Bitte? Nee, da kann man nicht einfach von ausgehen. Es gibt ganz viele Leute, die sich am Morgen entscheiden, mal einfach nicht zu gehen, weil sie gerade irgendwie schlechte Laune haben und die eigentlich am Samstag noch gehen wollten. Also die Leute gibt es auch ganz viel. Kurze letzte Abschlussfrage von mir. Barbara, du bist ja grundsätzlich fürs Wählen gehen. Kurze Antwort. Ist es besser, wählen zu gehen und dann AfD zu wählen, als nicht zu wählen? Ich bin prinzipiell fürs Wählen gehen, aber ich bin für das Wählen demokratischer Parteien, selbstverständlich.
Wenn ich dieselbe Frage beantworten soll, ganz eindeutig ist mir das 100-mal lieber, da geht jemand nicht zur Wahl, als dass er AfD wählt. Eine winzige Erklärung noch, weil du sagtest, man kann ja nicht wissen, was die wählen würden. Zu denen, was sie zum Ausdruck, oder ob nicht Leute einfach zu faul oder so waren. Wir haben auch das. Ich glaube, wir werden irgendwie diese YouGov-Zahlen jetzt nicht mehr reinbringen, aber wir liefern die irgendwie nach. Da war eine Frage, die gestellt wurde. Wie steht ihr zu der These, Nichtwähler sind dumm und faul? Da hat immerhin ein Viertel der bekennenden Nichtwähler hat dieser These zugestimmt. Ein Viertel der Nichtwähler findet, ja, Nichtwähler sind dumm und faul. Also, wir haben da vorhin drüber gesprochen, da war die Antwort, ja, vielleicht eine ehrliche Selbsteinschätzung. Also, das gibt es eben auch, ohne dass wir es im Detail wissen. Bevor wir ganz Schluss machen, eine neugierige Frage an euch alle. Erstens, bei wem von euch ist jetzt nach diesen sensationellen 2,5 Stunden die Tendenz zum Nichtwählen stärker geworden? Das sind ungefähr 10, 15. Bei wem ist die Tendenz zum Wählen stärker geworden? Das sind ein paar weniger, aber es gibt sie auch. Ja. Und das war es auch von uns. Ich möchte mich bedanken bei euch, die gekommen sind, für eure Anteilnahme, für euer Engagement, für eure Fragen und die Statements. Ich möchte mich bei Barbara Hendricks bedanken, der Umweltministerin. Ich weiß, ging viel länger, als wir gesagt haben. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Wahlkampftermin von dir jetzt versaut. Nein, heute Abend natürlich nicht mehr, aber ich sag mal, meine Nächte sind kurz. Ich hoffe, du kannst eine Stunde länger schlafen, Mo. Und ganz herzlichen Dank auch an Christian Ströble, der aus dem Bundestag ausscheidet, aber mit Sicherheit nicht aus der Politik austritt. Ich denke, er wird sehr interessiert drauf gucken, ob das Direktmandat gehalten werden kann von seiner Nachfolgerin oder nicht. Im Übrigen, und das ist gut, ihr habt beide, als wir angefragt haben, kommt ihr zum Diskurs mit den Nichtwählern, habt ihr beide ganz schnell gesagt, ja, wir kommen, das interessiert uns. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich bei den vielen Anfragen, die ihr habt. Und alleine dafür möchte ich persönlich euch sehr danken. Wir bedanken. Das war's. Das war's. Am 24. September ist die Wahl. Ob ihr jetzt hingeht oder nicht, ist euer Bier. Tschüss. Tschüss. Ja, Thilo, warum ich nicht wählen gehe? Ich gehe aus politischen Gründen nicht wählen. Ich wähle schon seit 1999 nicht. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass wenn man sich für Gelingen von Politik interessiert und sich dafür engagieren will, dann ist es eine ratsame Sache, eben nicht wählen zu gehen, weil wenn man wählen geht, dann lenkt man eigentlich nur von den Problemen ab, von den politischen Problemen ab, um die es tatsächlich geht. Politiker, Parteien sind größtenteils unpolitisch. Der ganze Betrieb, also die Parteien, der Staat, das Getriebe in den Parteien, zwischen den Parteien und auch die Berichterstattung über diese Politik. Du kennst das genau. Wir nennen das die Sportberichterstattung, also Horse Race Berichterstattung. Das ist alles sehr unpolitisch und führt eigentlich nicht weiter. Politisch ist dann, wenn man begreift, dass Demokratie nichts Normales ist, nichts Selbstverständliches ist, dass das sehr schwierig ist, dass das sehr schwierig entstanden ist und dass sich das auch ändern kann und diese Veränderungen und diese notwendigen Veränderungen werden von den Parteien behindert und blockiert. Die Parteien verhindern und blockieren einen gesellschaftlichen Erfahrungsprozess, durch den man lernen könnte, dass Demokratie auch anders funktionieren kann. Yes, I'm listening.
jetzt noch zwei Sätze, da müssen wir sowieso aufhören, wie man Demokratie attraktiver machen kann. Was kann man eigentlich machen? Jetzt überlegen die sich, die Öffnungszeiten zu verlängern. Das ist natürlich alles Quark, ehrlich gesagt. Muss man eine Stunde länger das Wahllokal offen, es kommen ja nicht viel mehr Leute hin. Also wer wählen will, geht da hin und wer nicht will, nicht. Also wie organisiere ich das? Kann ich Ihnen sagen. Ich stelle mir zwei Änderungen vor für die Bundestagswahl. Das eine ist, ich würde den Fraktionen erlauben, ein Jahr vorher eine Frage an die Bevölkerung zu formulieren, die die Bevölkerung durch Volksentscheid entscheidet. Diese Frage muss kurz zum Bundesverfassungsgericht und das Bundesverfassungsgericht muss bestätigen, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Dann sind zum Beispiel Fragen zur Todesstrafe ausgeschlossen etc., weil da die Antwort Ja immer grundgesetzwidrig wäre. Also dann hätten wir jetzt bei vier Fraktionen vier Fragen. Was glauben Sie, wie das den Wahlkampf verändert? Überall musste ich zur Unionsfrage Stellung nehmen. Frau Merkel muss überall zur linken Frage Stellung nehmen. Vor Jahren hätten wir gefragt, wollen Sie, dass die Bundeswehr unverzüglich aus Afghanistan abgezogen wird? Ja oder nein? Also, jetzt weiß ich auch nicht. Ich meine, schlimm ist die Sitzung, in der wir uns auf eine Frage entscheiden sollen. Da ist vielleicht was los, weil es mindestens 30 Vorschläge gibt. Aber ist ja egal. Irgendwann haben wir uns auf eine verständigt und die anderen auch. Das wird sachlicher. Jetzt für die Bürgerinnen und Bürger, die wollen in den Fragen entscheiden. Und wenn du vier Fragen hast oder bei fünf Fraktionen fünf Fragen hast und die Antwort ist verbindlich für eine Legislaturperiode, muss natürlich sagen, der Haushalt darf nur zu 10% angegriffen werden, also muss da so ein paar Grenzen setzen, aber darüber will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, dann wird das attraktiv für Sie. Und Sie haben Erfolgserlebnisse. Sie wählen eine Partei, die verliert oder kommt gar nicht im Bundestag, aber Sie haben sich bei vier Fragen in drei Fragen mehrheitlich durchgesetzt. Das ist doch ein politisches Erfolgserlebnis. Verstehen Sie? Und solche Schritte scheuen wir. Ich bin aber nicht nur für Volksentscheide wie in der Schweiz. Ich bin auch für eine repräsentative Demokratie. Bei Minderheitenschutz würde ich nicht gerne Volksentscheiden überlassen. Da ist mir das Parlament schon lieber. Also ich will beides haben. Das Zweite, was ich machen würde, ist, dass Sie nicht nur eine Erststimme haben. Ist hier jemand, der in Treptow-Köpenick wohnt? Nein, dann brauche ich nicht zu sagen. Also, weil da kandidiere ich. Also, da eine Erststimme haben, wo Sie eine Person ankreuzen, dann kreuzen Sie ja mit der Zweitstimme die Liste einer Partei an. Und dann möchte ich, dass Sie auf der Liste nochmal drei Kreuze machen müssen. Und wissen Sie auch warum? Weil es so ist. Heute haben Sie die ganze Fraktionsdisziplin nur deshalb, weil der Landesverband entscheidet, welchen Platz ich auf der Liste bekomme. Und wenn ich bei der CDU in Thüringen auf Platz 3 bin, bin ich sowieso drin. Und wenn ich auf Platz 36 bin, bin ich sowieso nicht drin. Punkt. Da brauche ich gar keinen Wahlkampf zu führen. In dem einen Fall nicht, wie in dem anderen. Ich höre gleich auf. Und dann haben Sie da so 2-3 Plätze, da ist spannend, gibt es so 2% mehr oder 3% weniger. Und ich möchte, dass eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter seiner Partei so nah bleiben muss, dass er überhaupt auf die Liste gewählt wird. Aber auch wenn der auf Platz 36 ist, können Sie ihn nach vorne wählen. Und dann müssen nämlich die Abgeordneten auch ein gutes Verhältnis zu Ihnen haben. Weil es ja noch nicht nutzt, dass ich auf der Liste stehe, wenn Sie mich nicht ankreuzen. Sehen Sie, und diese doppelte Unterstellung will ich. Und das machte für Sie die Wahlen auch attraktiver. Und dann wären die Abgeordneten nicht ganz so diszipliniert ihrer Fraktion gegenüber und disziplinierter den Wählerinnen und Wählern gegenüber. Und an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Demokratie muss attraktiver gemacht werden. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag.